So, jetzt setzen wir mal einen Schlusspunkt. Das heißt, jetzt werde ich dich zufluten mit Informationen, die letztendlich aus dir selbst kommen. Und hör bitte aufmerksam, sehr, sehr aufmerksam zu, was ich dir jetzt sage. Wir machen jetzt ein riesen Gemisch aus Fehlinformationen, aus richtigen Informationen und aus dem, was ist, was hundertprozentig sicher ist. Du wiederholst ständig deine Unachtsamkeit. Das heißt, ich sage jetzt vorneweg wieder, ich erkläre es denen, der mich jetzt sprechen hört, ich erkläre es einem Geist. Und Holofeeling beginnt zuerst einmal, dass ich sage, ich erkläre dir jetzt, was du bist und dann ganz, ganz grob, wie du funktionierst. Und du narrst dich ständig mit den Interpretationen, die du mit deinem Intellekt zwanghaft tätigst. Wenn du jetzt sehr aufmerksam mir zuhörst, wirst du feststellen, alles, was ich jetzt erkläre, ist hundertprozentig sicher. Alles, was du bis dato geglaubt hast, baut auf Vermutungswissen auf. Und du wirst deinen Fehlglauben immer wieder und immer wieder wiederholen, dir immer wieder ausdenken und wieder zurückholen müssen und er wird sich wieder wiederholen, solange bis du dieses Prinzip vollkommen durchschaut hast. Klingt jetzt für einen normalen Menschen, und normal heißt normiert, extrem unlogisch. Aber es ist halt, ab einer gewissen geistigen Reife stellt man fest, es ist keine geistreiche Kommunikation mit irgendeinem Antagonisten, den man sich selber ausdenkt, möglich. Es muss Geist sein, rot geschrieben. Und alle Menschen, die du dir ausdenkst, ob die jetzt nur ein Gedanke sind oder ob du die als sinnlich wahrgenommene Information in dir, in deinem roten Kopf vorliegen hast, werden das niemals verstehen, weil das vergängliche Erscheinungen sind. Nicht einmal der, an die du denkst, wenn du an dich selbst denkst, taucht in dir ein Körpergefühl auf. Und ich sage, alle Probleme beginnen damit, dass du das erste und das zweite Gebot brichst. Und ich meine, jetzt ist vollkommen unbiblisch, unreligiös. Das erste Gebot brichst du dann, wenn du an dich selbst denkst und du denkst dann an einen Trockennasen auf dem Körper. Das ist bis dato so gewesen und du sagst, das bin ich. Das heißt, du Geist wirfst in dir eine Information, ein Gefühl, ein sinnlich wahrgenommenes Gefühl auf, wo du sagst, dieses Gefühl, dieser Gedanke bin ich, diese Information bin ich. Und da kann ich immer wieder darauf hinweisen, in dem Moment, wo du deine Information austauscht und an was anderes denkst, bist du immer noch derselbe Geist. Das heißt, das ist ein hundertprozentig sicherer Beweis, dass du auch dann rot geschrieben da bist. Rot geschrieben heißt nicht wahrnehmbar. Wenn du nicht an deinen Körper denkst. Und alles, was du dir ausdenkst, bringst du ins zweite Gebot. Mach dir kein Bild von irgendwas da draußen, heißt eigentlich, ob das da oben am Himmel sich abspielt. Das, was du dir jetzt ausdenkst mit den kreisenden Sonnen und Planeten, ist jetzt ein Gedanke, der, bevor ich diese Worte ausgesprochen habe, nicht existiert hat. Existere, heraustreten und auftauchen. Du bist immer, und was du erlebst, ist ein ständiger Wechsel auftauchende Gedankenwelt. Das lassen wir jetzt gut sein. Und jetzt zeige ich dir mal, wie du dich verarscht, weil du hin und her gewissen bist von Medieninformationen. Und dann machen wir jetzt aber ein lustiges Spiel und dann machen wir das Ganze etwas genauer. Und darum übertrage ich jetzt mal den Bildschirm. Dann beginnen. Ich habe mir hier von vornherein schon eine kleine Überschrift für dieses Selbstgespräch ausgedacht. Das wird jetzt heißen, Holofeeling, dein großes Erwachen im Tetraederkristall, ich nenne das einmal so, im Davidstern Gottes. Jetzt ist natürlich ohne Holofeeling-Wissen, meinst du, das ist jetzt so wildes Geschreibsel, das ist aber sehr, sehr, sehr tiefgehend, weil das eine arithmetische Form ist, was du jetzt vor dir hast. Oh, da habe ich was vergessen. Nämlich das hier. Jetzt ist eine Formel. Ich weise jetzt zum Beispiel im Kleinen darauf hin, dass das Wort Ross, das Doppel-S ist ein Shin. Das führt dich zu dem Wort, das habe ich übrigens noch nie angesprochen, wenn du selber dir die Worte genauer anschaust, wirst du das merken. Dieses Ross, Bildschirm habt ihr, ne? Ja. Dieses Ross, Doppel-S ist ja auch Shin. Da habe ich jetzt schon das... Das spricht man übrigens Rosh aus auf Hebräisch. Und das ist der Kopf. Das ist der rote Kopf. Mhm. Jetzt ist ein Ross aber auch ein Sus.
Da haben wir das Ross. Das ist ein Pferd und das bringt dich jetzt zu dem Jesus. Das wissen wir ja alles. Das heißt, G ist Geist. Gimmel, Gamma, dritter Buchstabe ist Synthese von E Quadrat. E Quadrat ist ich und du. Und wir sind in einem Kopf. Das sind die erste Gedankenwelle und wir sind E's. Dieses eine Bewusstsein von dem hier. Und wir erwachen jetzt im Zentrum dieses Tetraederspiegels, entweder im absoluten Zentrum oder in einem peripheren Zentrum. Das ist das Zentrum deines persönlich jetzt ausgedachten roten Kopfes Gottes. Da haben wir jetzt diese 2Pi und das ist es. Gut? Mhm. Jetzt fangen wir ein bisschen lustiger an in dem ganzen Spiel. So machen. So, und zwar würde ich jetzt Folgendes vorschlagen. Als allererstes lassen wir mal Medien machen. Wir hören uns mal hier ein kleines Video an. Für die Krise faire Chancen und für die Maßnahmen. Moment, ich muss von vorne laufen lassen. Jetzt. Ich sage von vornherein, das ist jetzt ausgedacht, zeitaktuell, die sie alles dicht machen. Organisation, da haben sich Schauspieler und Künstler zusammengetan und sind gegen diese ganzen Lockdowns. Ursache ist erst einmal, das Geld ist eine Sau. Du wirst jetzt merken, wie tief diese Manipulation ist. Die Manipulation nicht von irgendwelchen Menschen, die du dir ausdenkst, sondern deine eigene Manipulation. Ich erwähne immer wieder in Selbstgesprächen, beobachte dich selbst, mit was du konfrontiert wirst. Und wenn es um Diskussionen, um irgendeinen Standpunkt geht, mach dir zuerst einmal bewusst, welche Seite du gut findest, wo du Beifall klatscht, sag ich, und welche Seite in dir Entsetzen aufwirft und du sagst, wie kann man bloß so sein, wie kann man so einen Scheiß bloß glauben. Dass du musst dir deine eigene Einseitigkeit bewusst machen. Mhm. Und jetzt hören wir da ganz, ganz kurz rein. Mhm. Das sind jetzt übrigens hier viele Künstler, die hier sich humoristisch oder geistreich äußern in Bezug auf dieses Corona-System, das wir zurzeit jetzt uns ausdenken. Mhm. Dankbar atmen. Nochmal, kleinen Moment, jetzt auch. Der Ton ist gut da, oder? Ja. Gut. Die dankbar atmen. Die geht so. Ich atme ein, sage Dank und atme aus und sage Ba. Dank. Ba. Das ist interessant. Dank. Ich atme ein und sage Dank. Wir wissen, die N heißt Urteilen, Kaf am Ende dein, hebraisiert mit der Vordersprache. Das heißt, dein Urteilen und ich atme aus und ich sage Bar und BR. Bar ist das hebräische Wort für das Äußere. Das Gleiche geht übrigens auch mit Abstand. 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 Man kann es auch vermischen, man kann auch sagen Dank. Stand. Oh. Oh. Dank. Ständiger. Oh. Dank. Seitdem ich die Dankbaratmung in meinem Leben habe. Das ist jetzt wohlgemerkt eine Ironie. Jetzt erinnere dich an das letzte Selbstgespräch, wo ich sage, du wirst nicht wach, wenn du dich hinsetzt. Die ganzen ESO-Spinner, die dann und atme bewusst einatmen, ausatmen, dann denkst du zwangsläufig an deinen Körper und du denkst an Atmen, was aber nicht existiert, wenn du nicht dran denkst. Hier geht es aber um was ganz was anderes. Da geht es jetzt mit Abstand, ironisch in Bezug auf Corona, halte dich fern von den anderen und atme sie nicht an. Atmen erhält dich am Leben. Ich zeige dir, was dir beim Atmen am Leben hält. Und jetzt machen wir mal einen Sprung. Das erhält dich am Leben. Goldgrube Intensivstation, vor allem bei Beatmung. Ein Tagessatz auf die Intensivstation, intensivpflichtige Patienten 2000 Euro, intensivpflichtige Patienten, also nicht intensiv, Entschuldigung, intensiv 6000 Euro und wenn da zusätzlich intensivpflichtig beatmet wird, 10.000 Euro. Ja. Wie sich die Preise machen, dass das nur bei einem Beatmungsgerät hängt, 4000 Euro mehr kostet, es ist schlichtweg und einfach dieses Prinzip. Mhm. Bei alles dicht machen, zeige ich dir jetzt zwei Seiten. Bitte hör dir dieses Gespräch weiter. Ich mache jetzt eine wertfreie Beschreibung von dem, was ist.
und nicht von irgendetwas, was unabhängig von dem, was du jetzt denkst, existiert. Bevor ich jetzt da weitermache, springe ich zuerst einmal hier rein. Und da wirst du jetzt merken, dieser kleine Absatz, das hat jetzt alles unheimlich in sich. Welche gedanklichen Vorstellungen lösen diese aufeinanderfolgenden Worte aus dir, Geist, heraus? Und jetzt haben wir wieder unser GE-Quadrat. Wir haben hier unser Einatmen, Ausatmen, hat sie gerade gesagt, habe ich dir erklärt, Dank. Jetzt mache ich aber danklichen, da war dankbar. Dieses Licht, das ich erzeugt, deine wahrgenommenen Existenzen. Das ist Bar, das ist das Äußere. Dass du dir hier und jetzt ausdenkst, was aber nur eine Information von dir ist. Das heißt, ob ich jetzt die Worte anschaue, was mit Holofeeling ja entformen werden, oder du hörst die als Geräusche, ist dabei einmal zweirangig. Und diese Vorstellungen, Darstellungen, Spiegelungen, immer dran denken, das hebräische Wort für sehen, heißt auch Lunge. Wenn ich natürlich meine, das ist alles Zufall, dann habe ich ein großes Problem. Der Seher ist die Lunge. Du wirfst eine Gedankenwelle aus, auf, du atmest aus. Und das, diese raumzeitliche ist eine Eheberechnung von Wellenberg und Wellendahl, weil wir die zwei Seiten brauchen. Und dann fällt es wieder in dich rein. Und jetzt hast du, denke dabei an deine Vorstellungen, deine Spiegelungen, deine Darstellungen, deine Handlungen. Wieso sind diese Sachen, die deutschen Wörter, letztendlich Sehbegriffe, die du zu sehen bekommst? Darum ist im Hebräischen in der Ursprache das auch das hebräische Wort Lunge. Bin ich oft darauf eingegangen. Und jetzt ist egal, was du anschaust, einen Zeitungsbericht. Ich habe jetzt hier mal was reingestellt, es sind jetzt nur Worte. Was machst du aus den Worten? Du kannst jetzt dir das durchlesen, du kannst das Video anhalten und dann wird das Wort Udo in dir was machen. Die Zahl der Udo-Geschädigten wird wohl immer größer. Sobald diese sich formieren, wird man das, was man nie so genau erfahren konnte, ans Tageslicht bringen. Udo trägt Verantwortung, wenn er einem Menschen auf der Geschlossenen etwas von sich in die Hand drückt. Die Geschlossene ist letztendlich die Welt, wo du zurzeit eingesperrt bist. Es ist das Gefängnis deiner Logik. Ja. Und wenn er diese dann mit einem Anruf bei der Polizei trägt, dann, was das soll, es steht halt da, dann ist das halt erbärmlich. Ja, er lebt, liebe vorständige Wiederholungen, ich würde Selbstbeweihräucherung sagen. Du machst jetzt aus den Worten irgendwelche Vorstellungen. Und jetzt kommt, ich frage dich, Geistesfunken, jetzt, und da ist nur dieses Fra. Immer unsere Vatersprache, blau gelesen, eine Facette ist eine berechnete Schöpfung. Die Frau, die Frau, die du dir ausdenkst, ist praktisch das Gewölbe, die Kamera, wo du reinschaust. Für dieses Gewölbe, ich könnte jetzt auf der VR-Brille sagen, dein Gesichtsfeld, das gilt für jede Art von Vorstellung, die du dir jetzt ausdenkst, die letztendlich deine Information ist. Ich bin da schon drauf eingegangen, ich wollte es nur nochmal sagen, dieser kleine Absatz, der müsste in dir, wenn er installiert ist, ich nenne das auch das Holofeeling Virenscanner, der muss dir jeden Moment bewusst sein, wenn du irgendetwas anschaust. Können irgendwelche von dir Geistesfunken de facto jetzt aufgrund von Worten ausgedachte Personen, zum Beispiel die hier oder irgendwelche andere oder der hier, können diese Personen, die entweder Pixelmännchen sind, das sind ja schon Illusionen auf einem Monitor, du denkst zwangsläufig dir jetzt irgendwelche Menschen aus, ob du Worte anschaust oder irgendwelche Farbpixel oder Farbspritzer von der Zeitung anschaust. Im großen geistigen Fragebogen, das ist entweder sinnlich wahrgenommen dein Gesichtsfeld oder es ist deine Vorstellung, schaust du genauso in einen Rund rein, weil das immer Vorstellungen sind. Selbst das, was du jetzt denkst, wenn du an das denkst, was jetzt hinter dir ist, ist es eine Vorstellung von dir, was hinter dir ist? Sinnlich wahrgenommen wird es, wenn du deinen blauen Kopf drehst. Dann ändert sich das Bild auf deiner VR-Brille. Oder wenn du dir jetzt einen Hitler in die Vergangenheit denkst, ist es eine Vorstellung, eine jetzt gedachte Vorstellung von dem, was angeblich in der Vergangenheit einmal war. Das heißt, in diesem geistigen Fragebogen deiner derzeitigen Traumwelt, interessant, die geöffnete Berechnung heißt auf Hebräisch Generation, das erzeugt diese Illusion von chronologischer Zeit, obwohl deine Informationen aus ständig wechselnden Bildern bestehen, so wie wenn du dir ein Kino und Film anschaust, ist jedes Bild jetzt auf dem Bildschirm.
Und auf dem Film ist alle diese Bilder gleichzeitig. V8 hast jetzt Brand, wir sind wieder bei dem BR. Dankbar. Doppelt aufgespanntes polarer Rand. Der von dir Geistesfunk de facto jetzt ausgedachte Ugur-Messias. Das ist interessant, blau gelesen. Aufgespanntes Gehirn ist eine aufgespannte Berechnung. Und jetzt will ich ganz, ganz kurz, weil wir gerade dabei sind, den Messias uns anschauen. Du wirst dich jetzt wundern, wo du das hinführt. Da können wir zuerst einmal hier rein in das DWDS. Etymologisch Juden des Alten Testaments, der verheißene Erlöser. Da haben wir wieder unser IR-Quadrat. IR-Quadrat, ich und du, wir lösen etwas aus uns heraus. Und das Los, hebräisch, schreibt sich das Bur, das erzeugt dann dein Schicksal. Das ist ja die Radix Fuhr für... Das ist das Los, wo du sagst, das ist ein Zufall, aber du brickst dabei auseinander. Es ist ein Zerbrechen deiner Heiligkeit, weil du irgendeine Facette dir ausdenkst. Mhm. Und drum ist dieser Erwachte löst etwas aus sich heraus und das ist die erweckte Raumzeit. Ich will nur ganz, ganz kurz zeigen, wie tief das geht. Holofeeling ist allumfassend über Mythologien. Da haben wir zuerst einmal im Kirchenlateinischen das Wort Messias. Da schauen wir uns einfach mal die ersten drei Buchstaben an, wie gewohnt. Und jetzt wirst du merken, du kommst aus dem Kontext niemals heraus. Das ist zuerst einmal nach den Alten der Jochriemen. Ein lederner, auseinandergeschmissene, DR geöffnete Berechnung. Eine Generation, mit dem das gemeinschaftliche Joch zweier Zugtiere, diese zwei Zugtiere bin ich und du, Izia und Jotzia, wohlgemerkt Symbol, der Geist, der jetzt zu dir spricht, zu dir kleinen Geist des Funken spricht. Ich bin ein Geist und du bist ein Geist. Und wir sind in der Mitte der Deichsel. Das ist die Nulllinie an einer Deichsel. Ich will jetzt da nicht so weit reingehen. Und wir legen jetzt ein Joch auf uns drauf. Das ist diese Sinuswelle, darum haben wir ja das hebräische Wort für Joch. Ist dieses 70 ein augenblickliches Licht? Das ist das obere, das hölzerne Joch, ein Joch und so weiter, da sind wir oft drauf eingegangen. Okay? Mhm. Und wenn du jetzt runtergehst, ist es das ZW-Ischen. Die Geburt von was doppelt aufgespannt Ischen heißt Schlafen, Alternieren. Die Schlucht zwischen zwei Bergen. Das ist jetzt das Tal, Teal, der immer seiende Gott, Mess, Axo in der Mitte, der in der Mitte ist, im Mittelpunkt zwischen den zwei Wölbungen. Denk wieder an die Patrizier und die Matrizien, weder da man von unten einen Berg auf, wenn man mal der Wasserlinie uns denkt, schafft das kleine Bild, entweder werfe ich eine Insel, eine Ei auf, einen Schöpfergott, dann kriege ich zwei Täler drunter, oder ich mache einen Prägestäbel von oben, wenn ich was reinhaue, wird sich zuerst einmal zwei und du bist in der Mitte. Das ist jetzt das Joch. Das Mittelstück. Und das kann man dann runterfahren, bis man dann zu dem eigentlichen in der Mitte sein, in der Mitte liegen, in der Mittelmeso. Merkst du, wir kommen hier aus diesem System nicht raus. Die zweite Hälfte davon wäre dann unser Christus. Da schauen wir einfach mal unsere ersten drei Buchstaben wieder an. Wir machen hier keine Esoterik und keine Religion. Und da wirst du merken, was jetzt passiert. Das ist erst einmal hier. Wir bleiben mal hier bei der ersten Radius. Da haben wir unser Kri, dann haben wir Gestalt gewordenes Pi und das erscheinende Omega. Die verstärkte Form an der Oberfläche eines Körpers. Jetzt schon interessant, diese Oberfläche des Körpers. BR heißt ja das Äußere. Ein kreisendes Äußeres ist eigentlich eine Fläche. Und das ist an der Haut leicht hin und her fahren lassen. Out heißt auf Hebräisch Zeichen, das heißt die wahrgenommenen Zeichen, die fahren leicht hin und her. Das ist wie wenn man etwas hineinritzt. Denkt ihr mal, die Wasseroberfläche von El Hayom, von Gott im Meer, wäre wie eine Wachstafel. Und jetzt ritzt du da etwas hinein und dieses Hineinritzen, das führt dich dann zwangsläufig zu dem Ad, zu dem Spaten. Aber da würde ich jetzt, ich will da nicht so weit ausholen. Darum ist es auch etwas einstreichen. Mit L zum Anstreichen der Farbe, der Dünche und du landest dann irgendwann einmal der Kalk, das Kalkulieren. Wie dein Gott heißt es hebraisiert. Das heißt, wie, Kaf am Ende heißt dein, wie dein Gott an den Mauern
an den Wänden doppelt aufgespanntes OND ist das Auf und Ab. Da bin ich zigfach drauf eingegangen. Das heißt dann, ich weiß, das nennt man auch Weiseln und weiß ist es Weib. Haben wir auch reichlich drauf eingegangen. Wenn du das dir mal klar machst, und jetzt komme ich da nochmal zu der hier, diese Sache, wenn du in deine Medien gehst, hast du natürlich wieder Plus und Minus. Jetzt schauen wir mal die neuesten Reaktionen. Jetzt könnte ich sagen, das ist übrigens Frankfurter Allgemeine heute. Ganz aktuell der Artikel. Heute ist natürlich so eine Frage, weil alles heute passiert. Liefers legt nach, Wolgers bittet um Entschuldigung. Die Internetaktion, alles dicht machen, ist laut der Dauter-Schauspielerin Ulrike Wolgers schiefgegangen. Sie hat da mitgemacht und unverzeihlich. Jan-Josef Liefers beklagt, in den Medien käme zu wenig Regierungskritiker zu Wort. Schauspielerin Ulrike Wolgers, übrigens etliche andere rudern jetzt komplett zurück, hat ihre Beteiligung an der Internetaktion alles dicht machen als Fehler angesehen. Die Videos, die entstanden sind, wurden falsch verstanden, sind vielleicht falsch zu verstehen. Ich habe einen Fehler gemacht. Ich war naiv genug zu glauben, mit meinen Kolleginnen, weil das ja viele Theaterschauspieler, Fernsehschauspieler sind, die da mitgemacht haben, ein gewinnbringendes Gespräch in Gang zu bringen. Das Gegenteil ist passiert. Es tut mir leid, Menschen verletzt zu haben, bla bla bla. Jetzt haben wir wieder ein Für und Wider. Auch Schauspieler Reggie Miller distanziert sich, er war mit dabei. Im Großen und Ganzen sieht es so aus, ich erkläre dir den Hintergrund. Und immer dran denken, du hast jetzt Worte. Ich halte das zweite Gebot. Ich werde niemals etwas, was ich mir ausdenke, vorwerfen, dass es so ist, wie es von mir gedacht wird. Was du dir ausdenkst, kannst du dir nicht raussuchen, weil du zurzeit mit einem gewissen Schwamminhalt, mit einem Intellekt arbeitest, als Computer, Querstrich, als träumender Geist. Du sollst der Geist werden, der sich intensiv beobachtet und sich Gedanken macht. Jetzt sage ich dir den Hintergrund. Alles dicht machen heißt letztendlich, dass auch alle Theater geschlossen wurden, die Bühnen für die Sänger geschlossen wurden, Künstler, die da mitgemacht haben. Das Geld ist eine Sau. Wenn du da dazugehörst, fragst du dich zuerst einmal, wieso beteiligst du dich, weil du wirklich was in was Heiliges ausrichten willst oder weil dir extrem Einnahmen verloren gegangen sind und du jetzt dich langsam aufbäumst. Sehr interessant, gerade jetzt welche, die ihr Hauptgeld nicht auf einer Theaterbühne als Musiker oder als Schauspieler in einem Schauspielhaus verdient haben bis jetzt, sondern abhängig waren von den Öffentlich-Rechtlichen. Hier, Tatort-Kommissar, Richie Miller. Die rudern massiv zurück, immer mit der Argumentation, ihr spielt ja den Rechtsradikalen in den Händen. Das ist die Argumentation der Massenmedien. Daraus gibt es keine Welt. Halt verdammt nochmal das zweite Gebot. Du musst jeden Moment in dich reinschauen. Dieses Beispiel, wo ich immer wieder wiederhole, mach dir bewusst, was du glaubst. Weißt du, wie oft ich das wiederhole? Jetzt sage ich wieder, schnipp, jetzt denkst du an deine Beine, wackelst mit den Zehen an den Beinen und ich frage dich, wo waren die ganze Zeit? Jetzt schau tief in dich rein, ob du glaubst, ob diese Beine oder dein Körper auch noch dann existieren, wenn du nicht an diesen Körper denkst. Meine Sache mit der Tür und der Türklinke, wenn du die jetzt denkst. Du musst dir schonungslos bewusst machen, was der Zweite in dir, was dir deine Logik suggeriert, ständig suggeriert, die hält dich in dem Gefängnis fest. Und dieses Spiel von richtig und verkehrt, du musst dich beobachten, sympathisierst du mit denen jetzt, die sich hier auflehnen, oder sympathisierst du mit denen, die jetzt von der Massenmedien wieder eins drüber bekommen, die offizielle Presse ist eine Hure. Symbolisch gedacht, aber nichts, was irgendwie unabhängig von dir, Geist, da außen existieren. Sie ist eine Seinsmöglichkeit, die du denken kannst, die du, wenn du es denkst, wenn du die Presse denkst, oder egal an was du denkst, es entsteht in dem Augenblick, wo du es denkst, hier und jetzt als Information in dir drin. Das ist hundertprozentig sicher. Drum ist dieser Satz, dass dir jeden Moment welche gedanklichen Vorstellungen lösen diese aufeinanderfolgenden Worte? Das ist schon das Erste, weil die nicht aufeinanderfolgen, die sind jetzt gleichzeitig da. Wenn du das Bild anschaust, wenn du jetzt AND hast, die Schöpfung einer existierenden Öffnung, musst du, wenn du lesen willst, dich auf ein Wort fokussieren. Ich sage gerade meiner Freundin, wenn du das Wort jetzt anschaust, sind andere schon extrem unscharf. Ja.
Das Spiel habe ich tausendfach erklärt. Das gilt für alles. Das gilt für Filme. Das gilt egal, was du machst. Und du merkst jetzt, wie das hin und her schwingt. Angst, die pure Angst. Einmal begeistert, wir machen jetzt etwas und sofort hier Entschuldigung, Entschuldigung. Ja, wir haben nicht daran gedacht, dass wir eigentlich in das Horn von Rechtsradikalen reinblasen, die ja von der offiziellen Presse das absolut postulierte Feindbild ist. Immer wieder liebe deine Feinde. Das sind nämlich genau die Perspektiven, die dir vor Augen geführt werden, die dir fällen zur Heiligkeit. Und das ganze Verkehrte, die Kehrseiten, das sind praktisch der Stachel im eigenen Fleisch. Wir kommen jetzt einmal hier zu dieser offiziellen Presse. Und zwar springen wir jetzt erst einmal hier rein. Divi, wohlgemerkt, ich weise dich nochmal darauf hin und lass es auf dich wirken, das Geld ist eine Sau. Übrigens auch für die hier und für den hier und für den hier, egal was es ist. Ob du ein Arzt bist, egal was du bist, es dreht sich in deiner Welt alles um Geld, weil für dich Geld Gott ist, auch für dich. Weil du glaubst, dieser Gedanke an Geld erhält dich am Leben. Und damit spuckst du mir, natürlich nicht jetzt den Udo, den du dir ausdenkst, sondern mir, JCH, damit dir selbst ins Gesicht. Der Ruch, der Wind. Du solltest, wenn du schon was ausspuckst oder was auskotzt, solltest du auf die Windrichtung achten. Du kriegst es nämlich volle Breitseite wieder zurück. Ins Gesicht. Diese Intensivpflege-Tagesreport. Das ist eine offizielle Seite. Deutsche Interdisziplinäre Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin. Und da kannst du jeden Tag abrufen, wie das in deutschen Krankenhäusern aussieht. Und das führt uns jetzt zu dem hier. Der überprüft es nämlich, das sind übrigens auch die Stärkezahlen. Und jetzt schau mal bitte, was der dir sagt hier. Bei 86 Sekunden fangen wir an. Das ist übrigens 1,26. Es gab ein oder. Also jetzt hör mal den Gott Jahwe zu. Der spricht jetzt durch dieses Pixelmännchen, durch diesen Lautsprecher zu dir, so wie er auch zu dir spricht, wenn du jetzt den Udo dir ausdenkst. Den, den du jetzt sinnlich wahrgenommen wahrnimmst, ist komplett dasselbe wie den, den du wahrnimmst, wenn ich jetzt das Video laufen lasse. Das bin ich. Ich bin auch du. Weil ich alles bin. 86 ist UB und das ist Gott JHWH. Oder zwei Dinge, die uns aufgefallen sind, als wir die Statistiken des Divi untersucht haben. Und diese haben wir zusammengefasst. Ganz genau genommen geht es um Folgendes. 2687 Intensivfälle und 373 Verstorbene, die von einem Tag auf den anderen aus der Divi-Statistik verschwunden sind. Was genau ist passiert? Am 19.01. finden wir in den täglichen Divi-Statistiken die Gesamtzahl der mit abgeschlossenen Behandlungen aufgeführten Patienten bei 62.535. Davon sind verstorben 17.068, was 27% der Behandelten entspricht. Am 20.01. ist diese Zahl auf 59.848 gesunken, genauso wie die Verstorbenen auf 16.695. Diese haben sich natürlich dann im Verhältnis auf 28% erhöht. Das hat uns erstmal stutzig gemacht. Und wir haben daraufhin eine Presseanfrage gestellt. Übrigens, das ist jetzt das erste Mal wieder Worte. Hier, es sind einfach nur Worte. Ich frage dich, Geistesfunken, jetzt, können irgendwelche von dir Geistesfunken de facto jetzt aufgrund von Worten ausgedachte Personen oder Zustände, wie die Welt ist, wenn du ein Physikbuch liest, ein Geschichtsbuch liest, dann denkst du dir Sachen aus, das sind Illusionen. Im großen geistigen Fragebogen, in deiner Vorstellungswelt, deiner derzeitigen Traumwelt, der von dir Geisteswung de facto jetzt ausgedachte Ugo-Messias zum Beispiel oder dieses Video, dieses Pixelmännchen oder die von dir ausgedachte Person Udo jetzt anders sein, wie du Geisteswung dir diese Idioten ausdenkst. Ganz nebenbei, Idioter ist ein unwissender, ungelehrter, unerfahrener Mensch. Das gilt für jeden Antagonisten, den du dir ausdenkst, selbst wenn du an dich selbst denkst. Im Gegensatz zu dem, der eine Kunst und eine Wissenschaft versteht, es kann nur Geist machen. Idioten sind Uneingeweihte, ungebildete Nichtkenner von sich selbst. Bring mir doch einen aller einzigen von dir ausgedachten Trockennasen offen, der weiß, was er selbst ist, was er wirklich selbst ist. Ja.
Er ist ein sterbliches Säugetier. Die kennen ja nicht einmal den Unterschied zwischen dem Wort Mensch und dem Wort Körper bzw. Person. Und dadurch führst du das Leben eines privaten Mannes. Unwissenheit, Mangel an Bildung, weil du nur nachäffst. Du meinst, dein Wissen, egal was du bist, ob du ein Professor bist in dem Gebiet oder in dem Gebiet, ein geistloser Nachäffer, das ist kein Wissen, das ist ein reines Rezitieren von dir. Das muss dir bewusst werden, wenn du Geist bist. Und das führt dich dann privatus abgesondert vom Staat, der eigentliche Gottesstaat, unser heiliger Staat, des Ich Ubi Himmelsreich, nicht vorzustellen in irgendeiner Form von räumlich, sondern Ha'im, Gott das Meer, die Quintessenz von Gott ist ein Spiegel, der Kopf des Schöpfer Gottes mit seiner großen Kollektion. Das ist jetzt einmal hier, das wird hier erklärt in einer wesentlich tieferen Form und ich betone immer noch mal dazu, dies, ich erzähle dir, was diese Zeichen sind, auch Zahlen. Das waren physikalische Formeln. Es entzieht sich deiner Menschheit komplett. Und du musst dich da gar nicht verrückt machen. Du bist ein träumender Geist. Dir kann eh nichts passieren als träumender Geist. Du kannst jetzt als ausgedachte Person umkommen, dass die sich auflöst, dein Körper. Aber es wird nie in der Zukunft passieren. Es passiert hier und jetzt in dem Augenblick, wo du an deinen Körper nicht mehr denkst. Das ist hundertprozentig sicher. So, jetzt schauen wir, wir springen jetzt da nochmal rein. Also das kannst du dir ja anschauen. Übrigens interessant, da sind auch die ganzen Sterbezahlen, wenn wir hier jetzt die Seite mal aufmachen. Ganz aktuell die Videos anschauen, da kannst du da genauer reingehen und hast du dann immer wieder die neuen Sterbezahlen in Deutschland. Es ist nichts passiert. Es ist Untersterblichkeit. Und wohlgemerkt jetzt normal, für dich immer noch normal, logisch, materialistisch gedacht, das ist keine Verschwörungstheorien. Er benutzt hier nur die in deiner Traumwelt benutzen, die Zahlen von diesen offiziellen Quellen, genauso vom Bundesamt für Statistik. So, jetzt schauen wir uns mal, unser Thema ist immer noch, das Geld ist eine Sau. Ich springe jetzt bloß ein wenig rein. Wir schauen mal hier in den Intensivbetten, pass auf. Was denen auffällt, er schaut nur das einmal genau an. Grafisch aufbereitet, damit ihr sehen könnt, um was es geht. Das Ganze sieht dann so aus. Wir haben die Zugänge, das ist die geschlossene rote Linie, jeden Tag, die immer freitags gemeldet wird. Also wir haben hier auf dieser Statistik immer die Zu- und Abgänge von einem Wochentag Freitag. Auf der Intensivstation, auf den Intensivstationen Deutschlands. Deswegen sind hier unten immer 7-Tage-Schritte. Und ihr seht, was interessant ist, die Zugänge und die Abgänge sind unglaublich konstant. Hier zum Beispiel über Wochen hinweg sind freitags genauso viele Menschen auf... Das ist eine Sache, ich könnte jetzt wieder sagen, meine Modern schreibt seit fast 20 Jahren Operationsberichte, Entlassungsberichte im Krankenhaus. Es ist schlichtweg und einfach so, intensiv müsste man meinen, auf intensiv kommt einer... Wenn er es nötig hat, wenn ein normales Krankenhausbett zu gefährlich ist, weil er vielleicht kollabieren könnte, dann wird er auf Intensiv gelegt. Dass auf Intensiv all die Leute sind, die es nötig haben. Wer es nötig hat, sind die Krankenhäuser. Es sieht nämlich so aus, dass wenn du dir die Tabelle anschaust, dass immer, wenn einer entlassen wird, wird sofort wieder einer auf Intensiv gelegt, dass das Bett belegt ist, weil das gibt Geld. Das heißt, dass die, die auf Intensiv kommen, nicht heißt, dass der unbedingt auf Intensiv muss, sondern, dass wenn er Bett frei wird, wird es einfach belegt, weil ein Intensivbett wesentlich mehr bringt, wie ein normales Krankenhausbett. Andersherum, muss einer jetzt unbedingt auf Intensiv und die Betten sind voll, wird natürlich einer, der da eigentlich gar nicht hingehört, herausgenommen und dann legt man den, der unbedingt auf Intensiv muss. Auf Intensiv gekommen, wie wieder runtergegangen sind. Ist das nicht interessant? Offensichtlich sind das alles Eintagespatienten. Wie kann das denn sein? Interessant auch, wenn schlagartig die Zugänge starten. Es ist immer eine 100% Auslastung. Intensiv hat nichts damit zu tun, dass einer auf Intensiv müsste, sondern es hat damit zu tun, dass die Betten ausgelastet sind. Ja. Das Geld ist eine Sau. Ja. Es ist natürlich klar, wenn du jetzt ein Ego, ein reines Programm hast, das wird massiv in eine Verteidigungsposition gehen. Und wir schauen uns da nochmal was an. Nämlich das hier. Da starten wir jetzt bei 800 ein. Hör zu. Interessant ist auch hier, schaut euch mal an, die Toten im Alter. Übrigens ganz aktuelle Zahlen, gell, der letzten 3-4 Tage. Genau zuhören.
Interessant ist auch hier, schaut euch mal an, die Toten im Alter von 0 bis 79 Jahren in dem gesamten Landkreis dort, Helmstedt. Ja? Ihr schaut jetzt viele, da kommen jetzt viele Landkreise, das sind die einzelnen Krankenhäuser. Schaut, die Kurve ist interessant, da wurde das Gesetz geändert. Hört zu. Schaut euch das an, das könnt ihr an einer Hand abzählen, wie viele Menschen dort mit einem positiven PCR-Test verstorben sind. Meine lieben Freunde, wenn wir auf solchen Zahlen unsere Entscheidungen treffen, wo kommen wir denn da hin? Und schaut euch an, auch hier ist die Belegung, die absoluten Zahlen auf Intensiv, ist konstant bis rückläufig. Aber wenn man dann natürlich sowas hier macht, dass man seine Kapazitäten genau anpasst an das, was man gerade da hat, um hier abzukassieren, dann hat man ein großes Problem. Wenn diese Zahlen ans Licht kommen, werden viele Leute, die noch etwas denken können... Da wurden nämlich die Krankenhauszahlen verändert und dann wird es angepasst, dass es möglichst viel Kohle gibt für das Krankenhaus. Interessante Fragen stellen. Genau das ist in Helmstedt offensichtlich der Fall. Noch nie war die Auslastung der Intensiv so hoch wie jetzt. Davor sehen wir über das ganze Jahr hinweg Auslastungen, die im unteren Bereich von 60-70% sind. Und mit einem Schlag, seit es ein neues Gesetz gibt... gehen die Auslastungen nach oben und in der Presse wird ein Riesenalarm gemacht. Aber wenn man sich die absoluten Zahlen anschaut, können wir es nicht erkennen. Schauen wir das Ganze mal in Schaumburg an. Und hier muss man ganz klar sagen, Schaumburg hat hier in Niedersachsen eine konstante Belegung auf der Intensivstation. Auch hier ist es leider so, wie man sieht, dass die Intensivbetten angepasst werden an das, was da ist. Allerdings will ich dieser Klinik nichts vorwerfen. Hier sterben wenige Menschen auch, genauso wie in allen anderen Landkreisen. Das sind nicht nur die Toten. Das ist übrigens die große Ausnahme, die er gefunden hat. Intensiv. Aber hier kann man jetzt sehen, mich leider nicht nachvollziehbar. Und so weiter und so weiter. Okay. Es ist einfach nur, wir sind aber wieder bei dem Thema hier. Was machst du aus dem ganzen Zeug? Was machst du aus diesen Informationen, die in dir auftauchen? Es geht um Cash. Es geht alles nur um Cash. So, ich mache jetzt uns da mal. Hi, Kleines. Hi. Das ist die Selbsterkenntnis, die Ursache. Die Ursache bist du selbst. Schau doch in dich rein, inwieweit du noch selber glaubst, ich brauche nichts zum Überleben. Die Welt um dich herum ist ein Spiegelbild deines Charakters. Die einfachen Sätze, die ich immer wieder predige, wenn du in den Spiegel lächelst, dann lächelt er zurück und wenn du heulst, heult er. Und wenn Leute sagen, mir geht es ja nur so schlecht, weil die Welt so schlecht ist, wo soll das noch hinführen? Ja, da, wo du bestimmst, wo es hinführt. Die totale Selbstentmachtung deines Geistes, weil du meinst, du hast mit dem, was du denkst, nichts zu tun. Jetzt chronologisch gedacht, predige ich das seit über einem viertelten Jahrhundert. Ein Gedanke, den du denkst, der beginnt in dem Augenblick zu existieren, wo du ihn denkst, der kommt aus dir selber und der wird genauso sein, wie du in dir denkst. Darüber diskutiere ich nicht mit einem Trockennasenaffen bei eigener Definition. Aber ich unterhalte mich nicht mit Trockennasenaffen, sondern eigentlich nur mit einem Allereinzigen, nämlich mit dem, der mich als Udo ausdenkt. Und wir sind untrennbar miteinander verbunden. Du und ich, Rot. Das Gespräch auf der roten Ebene. Das sind die zwei Ichs. Wir können jetzt so ins Detail gehen in Kleinigkeiten, was die Worte anbelangt, aber das ist unwichtig. Versteh die einfachen Worte. Und du wirst nicht frei werden, wenn du immer und immer wieder dasselbe wiederholst, weil du im tiefsten Inneren nicht loslassen kannst. Die Kunst ist es, loslassen können. Die große Erkenntnis, mich erhält nicht Geld am Leben, sondern das, was mich jeden Morgen als der, der ich jetzt zu sein glaube, an den, wie ich denke, wenn ich wach werde. Wobei das, wenn du mal genau jetzt dir das beobachten kannst du das ganz schwer, solange du deine Maske auf hast. Jetzt wenn du 20 Jahre zurückgehst oder 10 Jahre zurückgehst und dir Selbstgespräche anhörst, mein einfaches Beispiel, in dem Augenblick, wo ich morgens wach werde, weiß ich noch nicht einmal, ob es hell oder dunkel ist, wenn ich die Augen aufmache. Diese Erkenntnis hat mehr Sprengstoff wie alles, was du dir bisher ausgedacht hast. Ja. Ich muss die Augen aufmachen und mich überraschen lassen, wie viel Uhr ist es eigentlich jetzt? Du wirst hundertprozentig sicher, wenn du die Augen aufmachst, wirst du die jetzt öffnen. Und jetzt eigst du dich schon, dann ist eine Information da, vielleicht ein Blick auf den Wecker, 3 Uhr, oh Scheiße, die Nacht geht nicht rum. Oder du sagst, oh Scheiße, schon 9 Uhr, ich habe verschlafen.
wenn du das denkst, wirst du das jetzt denken. Und dann kommt eine Hand in die andere, eine intellektuelle Öffnung, Hand in Hand, wirst du dann mit Reaktionen dich ständig, die 200 Gramm rote Knete ständig umformen. Das passiert den ganzen Tag, bis du abends dich wieder ins Bett legst. Merkst du die Worte schon, die Grammatik der Worte, wenn du dich abends wieder ins Bett legst? Vollkommen unmöglich. Ich sage, es ist vollkommen unmöglich, auch ein Satz, der mindestens in 100 Selbstgesprächen vorkommt und ständig wiederholt wird. Ich garantiere dir, es ist 100%ig sicher, dass es vollkommen unmöglich ist, dass du heute Abend bei dir im Schlafzimmer ins Bett steigst. Du kriegst von mir 5, als Materialist natürlich, Geld ist eine Sau, du kriegst von mir 5 Milliarden Euro auf ein Konto deiner Wahl überwiesen, das auf deine Namen ausgestellt ist, wenn du mir vormachst, dass das funktioniert. Ich behaupte, du kannst es jetzt denken. Aber wenn du es tust, wird um dich herum dein Schlafzimmer sein und du wirst jetzt, genau jetzt, wirst du dich in dein Bett reinlegen. Aber nicht heute Abend. Das ist die Erkenntnis des ewigen Hier und Jetzt. Das Nachplappern, wir wissen ja, es gibt ja nur Hier und Jetzt. Lächerlich. Einfach nur lächerlich. Und dann merkst du plötzlich, dass in der Esoterik, in den divinatorischen Systemen, unsere jetzt ausgedachte Susanne stellt ja jetzt immer, hat er den Fokus auf den I-Ging. Entschuldigung, auf den Maya-Kalender. Das sind ja divinatorische Systeme oder auf die Astrologie, wo ich immer sage, die Systeme funktionieren 100%ig sicher. Und ich nehme das Wort 100%ig sicher sehr, sehr ernst. Aber sie funktionieren nur dann 100%ig sicher, wenn du wach bist und wenn du meinst, dass das einfach nur unterschiedliche Programme sind. Wir können ja heute mal ganz, ganz kurz, kleinen Moment. Schauen wir uns heute mal den Maya-Kalender von heute an. Schau, 24.4., das ist immer eine Auslegungsfrage. Da haben wir den Geist, das 3, das Gimme in der Mitte und dann haben wir hüben 1 und drüben 1. Keen ist übrigens der Kein, wenn du den schreibst. Das ist eine affin aufgespannte Existenz. Affine intellektuelle Existenz, die sich aufspannt aus einem Geist und dann kriegst du den Bruder Orbis, ein Glaube liegt sie nicht. Da kommen wir jetzt dann gleich dazu. So, wo war denn? Köster. So, blauer magnetischer Affe. Das ist einmal der Zauberer, MG. Mhm. Stimmt oder stimmt? Mhm. Der Magier. Der Zauberer, Z-A-U-B, die Geburt einer aufgespannten Berechnung ist die Beschwörungskunst eines Affen. Heute beginnt die zweite Hälfte des galaktischen, da kann man sagen, der Geist Gottes oder des A als Vokal draußen, dann hast du die Welle. Dann hast du einen Ack. Ack heißt eben jetzt, nur hier bloß. Teischen. Erscheinungen alternieren. Das ist SB in S. Da machen wir mal das S als Bewusstsein, das heißt, du hast raumzeitliches Wissen, das sind deine Shin-Wellen, deine logischen Wellen, intellektuelle Existenzen in deinem Bewusstsein. Ich beginne meine Reihe, der Kopf des Schöpfergottes, Se, mit Sinn geschrieben, heißt Lam, La-M-M heißt auseinandergeschmissenes M, zum Magiertum, meine Schöpfungspotenziale, rufe ich, UB, ich zum Erwachen. Kraft bündelt sich, um zu spielen. Vorstellungen nehmen neue Gestalt an. Der Einzige, der deine Welt verändern kann, die du dir ausdenkst, das bist du selbst. Der Einzige, der in der Lage ist, einen Traum, seine Traumwelt zu verändern, ist der Geist, der träumt. Du bist zuerst einmal Geist, das halten wir jetzt fest. Sonst würdest du mich jetzt nicht sprechen hören und dir wird irgendwann einmal bewusst werden müssen, dass nichts und niemand, den du dir ausdenkst, nichts Existierendes hört mich sprechen. Kein ausgedachter Mensch, in der Symbolik nur ein Programm, keine ausgedachten Ohren, symbolisch ausgedachte Mikrofone, kein ausgedachtes Gehirn, sprich symbolisch kein ausgedachter Computerchip wird mich sprechen hören. Illusionen anziehen, ein ganz schönes Wort, wenn du was anziehst, dann hältst du dich darin ein und du hältst dich in deinen eigenen Illusionen ein, weil du immer der Mittelpunkt bist zwischen das Zentrum dieser Illusionen, die du um dich herum herausdenkst. Räumlich wie zeitlich. Ich präge die Entwicklung der Magie mit dem magnetischen Ton der Bestimmung. Jetzt bestimme ich ganz bewusst, das ist jetzt, weil ich es denke und es ist genauso, wie ich es mir denke. Wenn du deine Welt
verändern willst, musst du das Programm verändern, aus dem diese von dir ausgedachte WLD, dieses polare RAM, der sich ständig verändert wie die Bilder, musst du das Programm verändern. Das kann aber niemals ein von dir ausgedachter Mensch kann mein göttliches Programm verändern, sondern bloß ein Geist. Und zwar verändern in einer Form der Vervollkommnung. Alles, was bis jetzt da ist, lassen wir so, wie es ist. Die Sache mit dem Haar, wir machen neue Elemente dazu, die diesen Haar zu widersprechen scheinen, weil sie anders sind und verbinden das, wie man aus Kreis und Dreieck einen Kegel macht, machen wir vollkommen neue Sachen, ohne irgendwas Bestehendes dabei als Ding an sich zu verändern. Und jetzt wirst du natürlich merken, Kuhn, ich will da nicht so weit reingehen mit den Affen. Da wird nur immer das beschrieben, was ich dir sage. Wir können uns auch das heutige Tageshoroskop von dir anschauen, da müssen wir natürlich deine Erotics-Daten wissen und so weiter und so weiter. Interessant, das große Geheimnis liegt hierin. Das ist dieses ganze Spiel, diese Zeichenkette ist so ein komplexes, geniales, göttliches Computersystemprogramm. Was da in der deutschen Übersetzung über ist, ist natürlich sehr, sehr dünn. Ich will dir mal ganz, ganz kurz dir das zeigen und bitte, du musst kein Hebräisch wissen, folg einfach meinen Worten. Das ist die Stelle zu dem Weibesprache her. Ich werde sehr mehren die Mühsal deiner Schwangerschaft. Ich spare mir jetzt jedes dieser Worte im Original, ist ein Kleinod an Selbstbeschreibung. Mit Schmerzen sollst du Kinder gebären und nach deinem Manne wird dein Verlangen sein. Ich sage das zur Frau, steht in einem gewissen Maß für deine ausgedachte Logik, sie wird sich nach Geist sehnen. Bisher hast du dich als Mensch, ich bin ein Mensch, heißt, ich bin ein Konstrukt, Werte- und Interpretationsprogramm. Jetzt schimmert aber in dir der Geistesfunk durch und du sehnst dich wirklich nach dem Mann sein, nach dem Geist sein. Und zu Adam sprach er, und immer dran denken, Adam ist sehr wenig Körper, der ist Mann und Frau. Adam ist ein träumender Geist, es ist ein Jahwe. Weil du auf die Stimme des Weibes, deiner Logik gehört hast und gegessen hast von dem Baume, von dem ich die geboten habe, gesprochen habe, du sollst nicht davon essen. So sei der Erdboden verflucht, deinetwillen. Mit Mühsal sollst du davon essen, alle Tage deines Lebens, dann wirst du zu einem Keim. Und Dornen und Disteln, Generationen von Existenzen. Dis, lateinisch, auseinandergeschmissen, wird dir sprossen, auseinandergesprissenes, was im Hintergrund keine Synthese mehr kennt, sondern nur noch das Anstreben von Einseitigkeit, dieses ewige Diskutieren. Ich diskutiere nicht mit Affen. Ich führe jetzt einen Monolog zwischen JCA und ICA. Wir sind nämlich eins. Ja. Das ist ein Monolog. Diskussion ist immer ein Kampf um einen Standpunkt. Du willst eine Unvollkommenheit intronisieren, wenn du für irgendeine Einseitigkeit kämpfst. Ja. Okay, und jetzt schauen wir uns diese kleine Sache, das schauen wir jetzt an im Vers 19. Das ist ja die, Gott ist entweder der Spiegel, 10, der kleine Gott ist ein Spiegel, oder blau gelesen ist es eine intellektuelle Spiegelung. Da heißt es, im Schweiße deines Angesichtes wirst du dein Brot essen, bis du zurückkehrst zur Erde, denn von ihr bist du genommen, denn Staub bist du und zum Staub wirst du zurückkehren. Ja. Gut, nett. Jetzt schauen wir mal, was da steht, wenn wir das mit der Vordersprache lesen. Zuerst einmal die Originalübersetzung. In Schweiß von. Interessant, wenn wir das jetzt eingeben, die Vorsilbe Bet, wissen wir, heißt ja ganz definitiv in, inmitten. Und das Wort, wenn wir jetzt schon mal feststellen, wenn ich das übersetze, das jetzt kommt im Wörterbuch nicht vor. Das ist eine grammatikalische Form. Du musst dann immer hier unten schauen. Das also hier. Wenn ich das jetzt im Ganzen eingib, siehst du es, ist das einmal die Vorsilbe in, das ist das B vorne, und jetzt kommt hier der Schweiß, aber da ist jetzt der Wörterbucheintrag, ist Sain, Ain, He. Ich habe oft darauf hingewiesen, dass ein He am Ende oft zu einem Daf gemacht wird. Wieso erkläre ich dir jetzt, das heißt die eigentliche Radix, ist das einmal dieses Sain, das ist die Selektion eines Augenblickes, wird zu einer Erscheinung. Immer dran denken, wenn du jetzt das liest, die polare Selektion, blau lesen, ich sage B, wissen wir, ist blau die Polarität, das ist die Selektion, das ist der Augenblick und das ist eine Erscheinung. Die polare Selektion eines Augenblickes wird zu einer Erscheinung. Wir wissen jetzt auch, uns lacht das Add-on, diese augenblickliche Erscheinung ist das hebräische Wort für Zeit. Das ist auch jetzt. Jetzt schauen wir uns diese Selektion eines Augenblickes an.
das muss ich gar nicht wissen, was das auf Hebräisch heißt. Das stimmt an sich immer. Es fängt an zu zittern, zu wanken, es bewegt sich. Das ist die polare Selektion, ist eine Gedankenwelle. Schau das kleine Bild an. Das ist deine Welt, dein polares Rand, deine intellektuelle Spiegelung in den vielen, unendlich vielen Facetten. Ich springe jetzt einmal da ganz kurz rein. Da steht aber mehr drin. Sein. Siehst du, dass das er ist? Du bist er. Wir sind er. E-Quadrat. Es, das Bewusstsein, bestehend aus J-C-H-I-C-H. Dem Formbücherregal als heiliges Ganzes und dem Leser, der jetzt sich selbst als eine Figur erlebt. Letztendlich erlebst du nicht deinen Körper, sondern du erlebst deine Informationen, die du mit dem Mensch, der du zu sein glaubst, mit diesem Programm in dir aufwirfst und dann fängt deine Oberfläche an, sich zu bewegen, hin und her zu wanken, zu zittern. Ja. Darum ist es ein selektiver Augenblick und wenn wir jetzt ein He hin dran machen, jetzt kriegst du das Wort Schweiß. Aber Schwa ist das Nichts. Deine Logik weiß. Immer dran denken, das Weib ist das Weib. Ja. Ich weiß ja. Du fängst an zu weiseln. Übrigens hier ganz normal nur die Blaulesung, siehst du? Selektiere die augenblickliche Wahrnehmung. Interessant heißt Chin weiß, deine Logik weiß. Das Wort weiß wiederum auf Hebräisch heißt Leben. Der Schweiß wird zu Leben, auseinandergeschmissene polare Existenz. Das Licht einer polaren Existenz, das ist dieses ausgedachte Licht. Ja. Du kannst natürlich auch das lesen. Die ersten zwei, wir machen jetzt mal kleine Häppchen. Da kriegst du jetzt deine Waffenbeute, du plünderst dich selber auf durch einen Raub. Die Berechnung einer aufgespannten Polarität ist aus die Berechnung einer Beschwörung. AOB. Du raubst es, was du dir ausdenkst, aus dir selbst heraus und meinst, das gehört dir nicht. Jeder Gedanke, den du dir ausdenkst, alles, was du dir ausdenkst, kommt von dir und es ist dein Besitz. Ja. Stimmt oder stimmt? Ja. Aber vieles fängst du an zu verachten, zu geringschätzen. Ich sage, jeder Moment, den dir auftaucht, ist ein wichtiges Puzzlestückchen vom Heiligen Ganzen. Wie viel von den Gedanken, Dingen, von deinen Informationen, mit wie vielen Sachen willst du nichts zu tun haben, weil du sagst, die sind unwichtig. Was übrigens in dem Moment dann auch stimmt, die sind nicht wie ich dick im Mittelpunkt, sondern die sind in der Peripherie, weil ich denke es mir ja raus. Aber in dem Moment entheilige ich mich selber. Und dann doch wieder nicht, weil das eigentliche Heilige im Zentrum kannst du gar nicht vernichten, weil das ein absolutes Nichts ist. Das heißt also hier, dass du jetzt diese polare Selektion hier zu einer augenblicklichen Erscheinung machst, das ist deine Gedankenwelle. Das ist nur im Schweiße deines Angesichts. Schau, das ist schon wieder der nächste Denkfehler. Da steht Benny, Benny ist ein Aspekt, Benny heißt auf der Oberfläche, unter anderem. Wo ist Benny? Jetzt habe ich das A, pass auf, ab. Bin jetzt wieder eins weiter gewesen. Ja. Ab ist ja zuerst einmal hier deine Nase, der Zorn. Ah. Nase heißt zuerst Nase und Zorn. Die Geburt, ZR wissen wir, die Geburt einer erweckten Existenz, ZR heißt zu Form werden. Jetzt denk dir dein Gesicht. Ich springe da ganz kurz, bevor wir da weitermachen, nochmal. Das Ben. Das ist erst einmal ein Aspekt und eine Ecke. A, Spegulum heißt, die Schöpfung ist eine Spiegelung. Die Wort Spiegelung beginnt mit SB und entsteht Welle, die in einem Eck ist. Eine Eckerscheinung, eine Eckspiegelung. Das ist erst einmal das Wissen von irgendetwas Existierenden. Das ist immer eine Ecke, wo du hineinschaust. Das Penny, du wirst jetzt gleich merken, wo ich wieder einen Schritt weiter war mit dem Kopf. Das Penny, das heißt jetzt vor mir das Gesicht, das Aussehen, das Ansehen und das ist jetzt die Vorderseite, die Oberfläche. Wir sind wieder bei den Vorstellungen. Deine Vorstellung von dem, was jetzt ist, ist etwas, was du dir überlegst. Darum ist das ober der Fläche der Nullspiegel des Wasserspiegels. Das musst du um 90 Grad drehen. Aha. Gut verstanden. Aha. Und Benim wissen wir, das ist die Im-Endung dann hinten dran, ist es das einmal das Gesicht, hast aber auch innen. Das heißt, dieser Sinn, Doppel-M ist die Vorderseite, ist innen. Darum ist es auch das Innere, weil das sind deine Informationen. Mhm. Gut,
Jetzt pass auf, jetzt habe ich ja das A, ich bin noch ein Schritt weiter gewesen. Jetzt haben wir das ab, das schöpferische Wissen. Der Schöpfer ist Weisheit oder die Schöpfung, das schöpferische Wissen. Das von dir selbst erschaffene Wissen ist jetzt das hebräische Wort für Nase und es ist das hebräische Wort für Zorn, meistens. Jetzt pass auf, jetzt denkst du dir dein Gesicht, deine geistige Sicht. Das denkst du dir wie eine Fläche. Schau bitte das kleine Bild an und jetzt denkst du dir die Nase dran. Ja. Dann taucht hier eine Ecke aus deinem Gesicht heraus. Das ist Benny. Mhm. Und das wird jetzt zur Form gewordene Existenz. Das sind die zwei Seiten, das Ausgedachte auf deiner VR-Brille. Und das Abi. Jetzt kommen wir zu deinem Charakter. Ich rede immer von einem Abi-Charakter. Das ist dein Programm. Dieses Programm, egal ob du dir das jetzt ziemlich wahrgenommen in dein Gesichtsfeld, in dein Gewebe hineinlegst, aufgrund, du schaust eigentlich bloß in eine Ecke rein. Das sind unendlich viele Ecken. Das ist jetzt das Spiel. Da heißt es hier, im Schweiße deines Angesichtes, da steht aber nicht Angesicht, sondern da steht Abi. Das ist dein Charakter. Das ist dein im Schweiße, im Schinnweiße deines Zorn. Zorn heißt ja auch Nase. Aha. Das ist aber Groll. Der Geist fängt an zu rollen, weil du jetzt hier ja ständig wechselnde Bilder hast. Mhm. Doppelt aufgespannte, hin und her schwingende Erscheinung. Das ist die Wut, die Nase, die Nasenlöcher. Und das heißt dann, dein Abi heißt eigentlich dein Zorn. Aha. Ja. Okay? Jetzt kann ich das A natürlich, diese Schöpfung kann ich, ist ja mein Wissen. Mhm. Dann kriege ich deine Oberfläche, im Angesichte deiner Oberfläche, im Schweiße deiner Oberfläche. Du wirst es verzehren, das hast du vor Silbe, du wirst imperfekt Akkol, du wirst es essen. Jetzt haben wir natürlich lateinisch essen, ist ja sein, in einer Form von existieren, du wirst zu dieser Existenz. Kol heißt alles. Alles. Akkol heißt, ich werde alles, alles essen. Mhm. Die allein ist dein Wachraum. Mhm. Das Wachzimmer, in dem du wach wirst, die Nische, N-Nische, das ist immer nur ein kleiner Moment, das ist auch die Loge, da steckt dein logisches Gefängnis und das ist eine Zelle, Zelle, Schatten, die auseinandergeschmissen werden, in die du dich einhüllst. Und jetzt kommen wir zu den Lächeln deines Brotes. Lechem ist das Brot. Denk an das Bethlechem. Wir schauen uns das einmal genauer an. Das Bethlechem schreibt sich ja Bethlechem. Das ist das erste Mal dein Aufenthaltsort. Ist das Innere. Das ist auch dein Heim. Das Innere ist Hayom. Ich rausschmeißen. El Hayom, Gott das Meer, im Innern. Alles, was ich in dir abspitze, sind Informationen. Ja. In deinem Haus kannst du innen und außen sein. Stimmt oder stimmt? Ja. Mhm. Jetzt ist es hier wieder so klein drauf hingewiesen, Beat sprechen ja die Juden im klassischen Beat aus. Jetzt kann ich natürlich diese Wandlung zuerst einmal umändern in B-E, das hast du in der Zeit, wir sind wieder bei uns in Ed. Mhm. Da sind wir. Die polare Selektion von einem Augenblick. Und ich schaue halt immer bloß eine Seite an. Mhm. Das ist ein simples Prinzip, das du jetzt nicht wissen musst. Es reicht nur, dass ich dir sage, Holofeeling ist nicht irgendein geistlos nachgeäfftes Geschwätz. Das Holofeeling findest du nur in den Holofeeling-Schriften. Egal welches Fachbuch, welches Geschichtsbuch dir mir bringst, das ist stille Post, da schreibt jeder von jedem ab. Es ist nachgeäfft, alles ist nachgeäfft, egal wen du bringst. Wenn der den Mund aufmacht, sage ich dir genau, was er nachäfft. Wenn einer Holofeeling dir erklärt, äfter nicht nach, weil der Schöpfer von der ursprüngliche Schöpfer, ich benutze mal Schöpfer, wenn das zu existieren anfängt, der behauptet ja, dass ich du bin. Wenn du Holofeeling nachäffst, rezitierst du nicht, sondern du erklärst dein eigenes Wissen aus deinem tiefsten Innern. Mhm. Erkennst du den Unterschied? Ja. Holofeeling ist nicht irgendein Wissen von einem Fremden. Ich behaupte, dass ich du bin. Ich erkläre dir, dass die Meinung von dem UP ist im urtiefsten Sinne deine eigene Meinung. Du hast es bloß vergessen. Mhm. Und darum heißt es dann innerhalb und außerhalb. Aber genau genommen, da kommen wir dann noch dazu, ist innen und außen eigentlich schon eine große, das bringt uns dann nämlich zur Wärmeenergie. Mhm. Muss ich jetzt gleich, das ist jetzt Physik,
Du merkst jetzt, dass wir wirklich alles brauchen. Wir schauen uns mal die Physik an. Ich halte jetzt mal bloß die Wärme. Wir bleiben das, sonst ufe ich zu arg aus. Wir bleiben mal in dem Beet Lechem. Das Beet ist jetzt einmal, das hast praktisch hier jetzt hast du mal, in mir ist eine Erscheinung, ist die Zeit. Zeit ist ja nur eine augenblickliche Erscheinung. Jetzt hast du das Beet, sind die Erscheinungen, das ist Kopfkino und bedeutet laut Wörterbuch Ausdehnung, Rechtsbeugung, Stecken. Okay? Ja. Aha. Jetzt ist es, Ed, ist die Zeit, eine augenblickliche Erscheinung, alle von dir bewusst ausgedacht, Zeit, T-Räume, gespiegelten Räume, wollen von dir wieder nach Hause, ins ewige Upbeat, Vorderhaus, hier und jetzt geholt werden. Ja. Jetzt ist es, Beat, hast auch ein Tempel. Templum hast wieder ein umspannter, abgegrenzter Raum. Ja. Das ist dein Traum. Ein Beobachtungskreis, wo du immer nur in ein Gewölbe, in eine Hälfte, in eine Kreishälfte reinschaust, wenn du eine Vorstellung aufbaust. Mhm. Bi auf Griechisch wiederum heißt zwei, dann heißt Bi-T, heißt zwei Erscheinungen, beziehungsweise zwei Spiegelungen, nämlich Wellenberg und Wellendal, je nachdem, ob man das T jetzt, das ist jetzt zwei Erscheinungen, wenn ich jetzt aber das mit unseren Buchstaben hinschreibe, kann ich aus den T auch zu einer neuen machen. Das ist das Bi-Lechem. Wir waren ja bei dem Lechem, beim Brot. Mhm. Ich bin ja in Beet Lechem geboren. Aha. Mhm. Das heißt, wenn ich sage, ich bin in Beet Lechem geboren, muss ich jetzt nur wissen, dass auf Hebräisch das Wort Adam auch rot heißt und die B-Vorsilbe, dann heißt es im Adam. Okay? Ja. Das ist Nahrung, Speise, Kämpfen, da will ich jetzt nicht so drauf eingehen. Mir ist nur wichtig, dieses im Adam verstehen. Jetzt können wir uns die Möglichkeiten von Rot noch genauer anschauen. Aber was für schön ist, wir machen immer kleine Häppchen. Das heißt, wir schauen zuerst einmal die ersten zwei Buchstaben an, die zweiten zwei. Mhm. Erinnere dich an das Beispiel, wenn ich, schau mal bitte das kleine Bild an, wenn wir die vier Ich nehmen. Wir machen bei dem kleinen Ich die intellektuelle Kollektion, ist ja normal deine Persona, die was projiziert, ist ja verbunden mit dem großen Ich, mit dem Intellekt. Mhm. Ich sage, das wäre jetzt die Projektionsmaske in einem Videobeamer plus das Programm ist das große blaue Ich. Mhm. Jetzt kann man immer wieder um ein Stück springen. Zu dem großen blauen Ich brauchst du einen Geist, die Lampe im Projektor. Mhm. Das Ich wiederum braucht das Jotzehorn. Dasselbe mache ich hier mit den Worten, wenn du in zwei Schritten so durchspringst, dann haben wir zuerst einmal das Lach, diese Lichtkollektion. Das ist die Frische, die Lebenskraft, feucht, frisch. Mhm. Das sprüht, die Frische, hat immer was mit Aufblühen, das sind die physikalischen Lichtschatten. Denk an das Kino, sind immer eine Kollektion von verschiedenen Lichtschatten. Weil die Lichter im Kino auf der Leinwand ist eigentlich kein Licht, das was abstrahlt. Jetzt wird der Physiker sagen, selbstverständlich, das Licht wird ja von der Leinwand reflektiert. Ich sage, wo kommt das her? Von der Lampe im Projektor. Das heißt, du bist das Licht, du zerteilst dich über das Dia, heißt übrigens auseinandergeschnitten, über das, dieses Display, schaust dich an und wirst zurückgespiegelt und das wird das Ganze und interpretierst das. Mhm. Einfache Sache, das ist Lach. Jetzt schauen wir aber das Lechem, haben wir ja nur das Chat M, die zweite Radix. Und jetzt kommen wir zur Wärme. Das ist jetzt erst einmal hier Ägypten, ein Symbol für Ägypten. Das ist, wo man in der Sklaverei ist und das ist das hebräische Wort für Wärme, für warm, für heiß. Mhm. Dieser Eintrag hier, Wärme. Wir sind ja immer noch tiefgläubige Materialisten. Formelzeichen ist Affinität, das ist der Kopf, das ist der Affe. Einheit in Joule, in Kalorien, wir schauen uns das an, das ist original Wikipedia übrigens, aber das hat sich etwas verändert. Als nicht stoffgebundene Energie bezeichnet man immer nur dann über eine Systemgrenze übertragen wird. Wenn Temperaturunterschiede zwischen System und Umgebung vorhanden sind, und die Systemgrenze nicht thermisch isoliert, also nicht adiabat ist, nur unmittelbar an der Systemgrenze hat der Begriff Wärme für diese Erscheinungsform eine Energie, eine Bedeutung. Innerhalb und außerhalb der Systemgrenze ist diese Energie nicht mehr registrierbar. Im Original, Physik ist, all das zeige ich dir, wo das steht in der Heiligen Schrift. Die physikalische Größe Wärme erfasst einen Teil der Energie, die von einem thermodynamischen System. Denk übrigens bitte an meine kybernetische Schleife vom Heizkörper. Ja.
aufgenommen und abgegeben wird. Es geht immer um ein geschlossenes System, wo zwangsläufig irgendein anderes geschlossenes System da sein muss. Wo ein Berg ist, ist auch ein Tal. Das Geheimnis der Wurzel in der Arithmetik, dass eine Wurzel zwei Ergebnisse hat, nämlich Plus und Minus. Jetzt denkst du dir einfach, ein Samen kommt als einen Punkt und da wächst was heraus nach oben. Das nehmen wir jetzt einfach mal Plus 1. Zwangsläufig hast du unter, jetzt machen wir den Wasserspiegel zur Erdoberfläche, hast du in der Erde im erweckten Wissen, hast du dann das Minus 1. Das heißt, ich habe früher ein langes Gedicht, der Baum, mit den Wurzeln breitet er sich in der Erde aus, aber mit dem Baum, da schaut er raus. Dann hast du eine Spiegelung, weil der Wurzelband unten, die Verzweigung von dem Punkt nach unten in die Erde und die Verzweigung nach oben über Stammast, Zweige, ist eine Spiegelung. Ganz grob gedacht, symbolisch. Stimmt oder stimmt? Ja. Du siehst selbst, wieso die Wurzel Wurzel heißt. Die Wurzel ist die eine Hälfte von dem, was rausschaut. Also zwei Seiten. Der andere Teil ist die physikalische Arbeit. Beide zusammen bewirken nach dem ersten Hauptsatz der Thermodynamik eine Änderung der inneren Energie des Systems. Aber nicht, es verändert sich dabei nicht die eigentliche Energie in der Einstein-Formel, das E-Quadrat. Ja. E-Quadrat bleibt vollkommen unverändert. Was sich verändert, ist M-Quadrat mal C hoch 4. Ja. Und was das bedeutet, da kannst du in einer Holoarithmetik genauer drauf eingehen. Ja. Dabei ist die Arbeit als derjenige Anteil, der über den Geist ebenen Energie, über G ist eben. Aha. Expand wiederum, eine herausgetretene polare Existenz. Schau bitte das kleine Bild an, nochmal, wenn ich immer so mache und was aufspanne, der Mittelpunkt ist ein hochgehobener Mittelpunkt. Denkt, der Daumen ist die Nulllinie, es spannt sich eine Gedankenwelle ein, das heißt ein unterhalb, innerhalb, plus ein außerhalb und eine überlegte Nulllinie, weil wir ja immer sind. In einem jetzt ausgedachten Innen, das wir uns jetzt überlegen. Ja. Das macht diese Symbolik, macht es komplett. Der Daumen ist das eigentliche Nichts. Wir schmeißen eine Gedankenwelle auf, wo wir sagen, das ist immer und das ist vergänglich und da haben wir jetzt dieses Spiel hier von der Welt. Aha. Im Zentrum übrigens, weil das jetzt ein ausgedachtes Zentrum ist zwischen dem Meer und zwischen dem, was nicht mehr ist. Der mit einer Änderung von äußeren Parametern verbunden ist. Immer dran denken, Schöpfung mit zwei Pünktchen drüber, aufgespannte Polarität, hebraisiert ist es die Beschwörungskunst von toten Geistern. Ja. So viele tote Geister, die nicht wissen, was sie tun. Das ist, wenn ich dort die Sachen nicht im Hintergrund habe, dann kriege ich das nicht mit. Ups. Zum Beispiel mit der Verkleinerung des Volumens. Da ist schon das kreisende Licht. Lumen ist Licht beim Zusammendrücken von Gasen. Am absoluten Nullpunkt existiert kein Raum mehr, sondern nur noch das eine Licht im Zentrum. Der übrige Anteil ist Wärme. Das ist ja gerade mal, wenn ich jetzt dieses Volumen, können wir ganz kurz nochmal schauen, also von wegen, mich interessiert dieses oder jenes nicht. Wenn du doch letzt langsam erkennst, dass du letztendlich null Ahnung hast, keinen blassen Schimmer hast von dem, was eigentlich ist. Jetzt Volumen heißt die Windung, die Krümmung. Das ist unser Gesichtsfeld. Wölfe wälzen, rollen, Evolution herausrollen, Revolution wieder zurückrollen. Ein ständiges Kreisen des Universums, des Uni sind wir zwei. Mhm. Wer weiß das in deiner Welt? Deine Physiker, die du dir ausdenkst, die wissen das sehr wohl. Aber nur dann, wenn du dir jetzt welche ausdenkst und du bestimmst, dass die das wissen. Solange du dir aber Physiker ausdenkst und du denkst, die wissen ja so viel, wo ich nichts davon weiß, spiegeln die bloß deine eigene Dummheit. Dein eigenes Nachgeäff. Und da kann man uns jetzt dann Volumen ausdenken, das kann eckig kreisen, rollen. Das ist dann, bis wir hier zu geiler Sack kommen, irgendwie hier die ganzen angeblich, die irgendwas entdeckt haben, was man nicht entdecken kann. Das Zusammendrücken des Gases, der absolute Nullpunkt. Aha. Oh.
Lord Kevin, da gehe ich übrigens überall drauf ein, das ist unser schönes Ding. Da gibt es, da existiert dann kein Raum mehr. Aber die Zahl ist ja so unheimlich wichtig in unserem Einheitskreis. Da liest du einfach auch Entbehrungen dazu. Übrigens auch in der menschlichen Entwicklung. Jeder Medizinstudent lernt die Schwangerschaft eines Kindes, wo du in der Matrix drin bist, sind diese 273. Der Mondumfang, die Kreis, du hast überall diese Zahl, weil die untrennbar zwischen dem Verhältnis von einem Einig zu einem Unendlichen zusammenhängt, arithmetisch. Da gibt es keine zufällig entstandene Schöpfung aus dem Nichts mit Gehirn. Naja, lassen wir es gut sein. Da muss ich mich bloß wieder reinsteichern hier. Das ist ein unendliches Spiel. Das ist das mir Spielen vom Wissen. Jetzt frag dich ja mal, was weiß ich eigentlich vom Ganzen? Okay, wenn du das erkennst, dass du nichts weißt. Ja. Warum maßt du dir dann an, über alles und jeden zu richten? Du wirst merken, das ist ein ich drücke mich ja mal märchenhaft aus, ein Hexenkessel in deiner Welt von machtgeilen Figuren. Ohne Schutzzuweisung. Es sind Fehler im Führerscheinprüfungsbogen. Wie viel Scheiß muss ich den Politikern noch machen lassen, bis du feststellst, dass die gar nichts dafür können, dass du die so träumst. Und du wiederum als jetzt symbolisch gesetzter Träumer in der Geist kannst dir nicht raussuchen, was du träumst. Du musst irgendwann einmal sagen, stopp. Ja. Und jetzt hatten wir ja das Thema mit der Erleuchtung. Ich sage, das Spektakuläre an der Erleuchtung ist, dass es überhaupt nicht spektakulär ist. Das Einzige ist, von einem Moment zum anderen wird dir auf der tieferen Ebene bewusst, was du bist. Dass ich an dir selbst über, an dir wohlgemerkt, nicht an dir, ja, an dir Geist nichts, nicht das Geringste verändert, wenn sich deine Informationen verändern. Am Leser verändern sich rot gelesen jetzt der Geist, der ein Leben durchlebt, ein Lebensbuch, ein Videospiel spielt, nenn es wie du es willst, an dem Lesergeist selbst verändert sich als Ding an sich überhaupt nichts. Was sich verändert, sind ständig für Wort, für Interpretation zu Interpretation seine Information. Das ist das, was sich in dir verändert. Ja. Ich rede von dem, was 100% sicher ist. Und das macht dich jetzt erst einmal allein, weil man will es irgendwie austauschen auf der Brüsselebene mit seinen Mitmenschen. Und du wirst feststellen, das funktioniert nicht. Die Masse will das nicht hören, bis auf ganz wenige. Darum wirst du dich bei den wenigen wohlfühlen, die sich mit Holofeeling beschäftigen, weil du dich irgendwie verstanden fühlst. Was aber schon wieder Blödsinn ist, weil das bleibt trotzdem Brösel, die es nicht verstehen können. Das kann ein Holger nicht verstehen, eine Ariane, eine Andrea, nicht der, der jetzt vom Computer sitzt, der dann existiert, wenn du an dich denkst, an dich selbst denkst. Ein Udo kann sowieso nicht verstanden haben, das ist sowieso bloß ein Narr. Nur du. Du nicht. Ja. Rot gelesen. Ja. Du bist ICH und ich bin JCH. Ja. Wir sind eins, das ist es, wir sind es, wir sind es, wir sind die, die alles in Bewegung setzen, alles. Und selbst, wir sind ja nicht alles, weil wir nichts sind. Da wird die deutsche Sprache sehr, sehr präzise und wohlgemerkt, wir reden hier nicht von Esoterik oder Religion und schon gar nicht von vollkommen geistloser Naturwissenschaft, die ja nur, wenn sie in die in Erscheinung tritt, von irgendwelchen Affen, von irgendwelchen Antagonisten auch geäfft wird. Und jetzt die Erleuchtung ist, dass du einfach nur verstehst, was du selbst bist und was deine Informationen sind. Du bist immer, jetzt natürlich ausgedachterweise, und deine Informationen unterliegen von Augenblick zu Augenblick einen ständigen Wechsel. Das heißt, in dem Moment, wo du diese Erleuchtung hast, in dem Moment erleuchtet bist, E-R-Quadrat, E-Quadrat, das sind wir, leuchtet. Wir sind die Lampe im Projektor. Du bist jetzt die ausgedachte Lampe, das Lamp. Wir spiegeln das B in dem Engelischen. Du bist ein kleiner Engel. In dem Engelischen Wort B machen wir jetzt das Lamp zur Lampe. Und ich bin das reine E. Die Energie, die dich leuchten lässt. Ja. Indem ich dir, weil du brauchst ja zum Leuchten schon wieder etwas, was nicht leuchtet, indem ich dich träumen lasse. Ja. Genau genommen eigentlich mich selbst, weil ich ja du bin. Und das Leben, in dem Moment, wo du das wirklich jetzt verstanden hast
Oberflächlich betrachtet läuft der Film ganz normal weiter. Du sitzt immer noch als Brüssel da, du schaust. Es ist immer, jetzt wird aber das Wetter zu einem einzigen Wunder. Dein Traum wird zu einem einzigen Wunder, weil du keine Angst mehr hast. Du lernst es loslassen. Aha. Du begreifst plötzlich, dass deine bisherige Vorstellung von Glück immer verbunden war mit einem Gedanken und dadurch ist dir das wie Sand, das Weltliche zwischen den Fingern zerlaufen. Deine Sicherheiten, das Geld ist eine Sau. Ich hoffe, du hast jetzt das irgendwann einmal gecheckt und ich sage das nicht. Ich betone als irgendeine Schuldzuweisung gegen irgendjemanden, den ich mir jetzt ausdenke. Du musst es für dich selbst erkennen, inwieweit ist in mir noch der Glaube, dass ich meine, ich brauche Geld zum Überleben. Du brauchst erst einmal den, der dich wach macht jeden Morgen als Brösel, dass ein über dir, ein Leben über dir, du bist ja immer, über dir stattfindet, dass du Gedankenwellen aufschmeißt. Aha. Wenn der dich nicht wach werden lässt, dann wirst du gar nicht als Brösel wach. Ja. Da ich ja du bin, wenn ich mich nicht selber jeden Morgen als irgendein Brösel wach mache, kann ich nichts erleben. Oh. Jetzt ist aber, dass der, den ich mir jetzt denke, der morgens wach wird, ja schon wieder ein Gedanke ist, erleben tut es bloß der, der es im Hintergrund das beobachtet. Wenn ein Tierforscher mein Tierchen forscht, wenn der hier seine Tierchen anschaut, die Tierchen selber kriegen doch das gar nicht mit, weil das Gedanken sind. Natürlich jetzt der symbolisch gesetzte Tierforscher kriegt es auch nicht mit. Ein von dir ausgedachter träumender Geist, der lebt von seinem Traum gar nichts, weil es ein Gedanke ist, sondern der, der sich selbst als träumenden Geist ausdenkt, erlebt den Traum, den dieser von ihm ausgedacht träumenden Geist erlebt, der wiederum jetzt ausgedachterweise in seiner Unbewusstheit sich mit einem Gedanken verwechselt, den er ich nennt. Der erlebt es gleich zweimal nicht. Aha. Geh meine Gedankengänge mit. Und jetzt ziehen wir, was wir jetzt machen, dieses Gespräch zwischen JCH und ICH, ein intimes Gespräch, in time. Ein wundervolles Gespräch, intime, in der Zeit, T-I-M, He, hebräisch gelesen, sind Wunder. Jetzt hole ich nochmal ein kleines Beispiel davon, mein Faschingsball-Beispiel mit Maskenzwang. Es ist Maskenball. Die Maske ist die Persona. Du bist verkleidet als eine Maske auf einen Maskenball, du triffst auf einen und du beginnst ein Gespräch. Das ist Maske gegenüber Maske. Jetzt wissen, die Persona heißt ja nicht nur Maske, sondern Personare auch hindurchtönen. Du sprichst immer durch die Maske. Was aber von außen kommt, filterst du auch durch die Maske. Das sind deine Interpretationssysteme. Das heißt, das macht dich schon mal blind. Das heißt, dir sollte jetzt klar sein, wenn man auf diesen Maskenball von Maske zu Maske spricht, dass die Maske das gar nicht mitkriegt, die Masken. Ich könnte jetzt sagen, ich habe eine Merkel-Maske auf und du hast was, was ich hier... Oder Söder-Maske und eine Laschet-Maske. Und die unterhalten sich jetzt. Jetzt ist es ja so, dass hinter der Maske ja der Mensch steckt. Die Maske trägt ja der Mensch. Der Mensch, unser Abi, ist ja ein reines Konstrukt, wäre Programm, die kriegt es ja auch nicht mit. Das heißt, die Masken kriegen es nicht mit, die Menschen kriegen es nicht mit, aber jetzt ist es interessant. Dann kommen zwei Geistesfunken, die eigentlich genau genommen ein Geist sind. Ja. Und jetzt wirst du merken, wenn man das einmal, das wäre jetzt wieder ein Thema für sich selber, für mindestens ein 4 Stunden Selbstgespräch, wenn ich es einigermaßen als Vereinfachung von Vereinfachung von Vereinfachung dir versuche zu erklären. Wir sind immer noch in dem Spiel, wenn ich mit dir jetzt kommuniziere, das ist diese tiefe Metapher. Das ist wie wenn du ein Basic-Betriebssystem bist. Muss ich in einer Art und Weise reden, dass Basic-Programme, die mit Basic arbeiten, das anfassen können, intellektuell. Und das ist eine grobe Metapher. Wenn ich dann schon wieder Argumentation höre, das beste Windows ist ja nicht das Beste, ist ja bloß ein kommerzielles System, sondern du zerdenkst schon wieder, du machst schon wieder ein Jahr hinein. Mir geht es rein um die Quantität der Möglichkeiten, was kann ich mit Basic programmieren, auf dem Bildschirm zaubern, was kann ich mit Windows auf dem Bildschirm zaubern. Weil da irgendeiner im Chat dann gleich gesagt hat, ja, Linux ist nicht kommerziell, ich sage, aber es ist ein Scheißhaufen, wenn man es genau nimmt, das sind Linux. Meine persönliche Erfahrung ist eine feine Sache, ist ein quelloffener Code, aber insgesamt kann es an Windows überhaupt nicht hinschmecken in der Komplexität. Das sind halt wieder Fans, das ist schon wieder, da ist eine Parteilichkeit da. Das ist die Schwierigkeit, oder wir haben dann Apple-Fans, die kannst du ja sowieso nochmal ansprechen, das sind ja die besser.
Die sind ja so gehirngewaschen. Das gibt's, das ist alles Symbolik, wenn du merkst, der Apfel, der Malus. Malus. Die biblische Geschichte des Apfels. Das ist böse und schlecht. Das ist nämlich das totale Abnabeln von allem. Das Prinzip von Apple ist, wir wollen mit allen anderen nichts zu tun. Wenn ihr uns wollt, dann müsst ihr nur uns essen. Du darfst nur das glauben, nur das beschwören und alles andere ist Feind. Es geht ja um Machtkampf, es geht um Geld. Das Geld ist eine Sau. Egal, wo du hinschaust. Es ist, und nochmal keine Schuldzuweisungen. Du wirst doch den Führerscheinprüfungsbogen nicht vor, dass er voller Fehler ist. Er kann sich das nicht raussuchen. Irgendwann nochmal fragen, warum ist jetzt das eigentlich? Und das beantwortest du dir mit einer Kategorie 3-Frage, weil ich das jetzt denke. Es ist, weil ich es denke. Und warum denke ich jetzt das? Weil mein Programm, mein momentaner Intellekt mir das vorschreibt und er, der mich in diese Führerscheinprüfungsbogenwelt sich hineinträumen lässt. Die Frage ist, was habe ich dabei zu lernen? Und die Antwort wisst ihr. Zuerst einmal einfach dich über nichts und niemanden mehr aufzuregen, vor nichts zu fürchten und anfangen, alles zu lieben. Dass du aufhörst, in Quantitäten zu selektieren, was wichtig und was weniger wichtig ist. Jetzt könnte ich wieder mein simples, kindgerechtes Kabelsteckerbeispiel machen. Was ist zum Autofahren wichtiger? Systemrelevanter Kabelstecker in der Elektronik oder der ganze Motor? Du wirst feststellen, ob du den Motor ausbaust oder ich dir einen einzigen Kabel stecke. Ich tue den ja nicht einmal aus dem Auto raus, ausgedachterweise. Ich ziehe ihn nur ab. Aha. Ich trenne etwas, was untrennbar zusammengehört. Was untrennbar zusammengehört, ist du selbst und deine Gedanken. Und egal, was du denkst, es wird es nicht geben, Geist ist eben, wenn du es nicht denkst. Und solange du in dem vollkommenen geistlosen, religiösen, esoterischen oder allen voran materialistischen Wahn lebst, dass du meinst, du hättest mit dem, was du jetzt denkst, nichts zu tun, mache ich wieder zwei Seiten. Entweder bist du jetzt bloß ein Gedanke von mir, dann löst sich für mich das Problem schon, wenn ich dich nicht mehr denke. Oder du bist ein Geistesfunk von mir, dann wirst du bis in alle Ewigkeit leiden, bis du das irgendwann einmal begreifst, dass du sehr wohl mit dem zu tun hast, was du dir denkst. Es wird es ohne dich nämlich gar nicht geben. Es gibt keine korrupten Politiker, wenn du dir keine korrupten Politiker ausdenkst. Es gibt auch kein heliozentrisches Weltbild. Es gibt nicht einmal deinen eigenen Körper und dein Gehirn, wenn du nicht dran denkst. Gut, wenn du an deinen Körper denkst, ist dir klar, das bin ich ja, das gehört zu mir. Aber wie sieht es jetzt mit den anderen Körpern aus? Meinst du, dass ich, UB, jetzt irgendeinen Unterschied mache, ob ich an mich denke und ich denke dann an den Udo oder ich denke an den Holger oder ich denke an dich, an den, der jetzt vor dem Computer sitzt? Ja. Es sind alles meine Körper. Ja, ja. Und wenn du das verstehst, beginnst du an, dich selbst zu lieben. Ja. Und jetzt können wir das reduzieren, dass ich sage, dein Körper ist wiederum ein Komplex. Meinst du, ich mache einen Unterschied, ob ich an mein Gehirn oder an meinen Arschloch denke? Oder an die Darmzone? Oder an eine Niere. Was ist das jetzt? Das sind Worte. Es sind doch nur Worte, die ich denke, wo ich jetzt einen Vorstand draus machen kann. Die nicht existiert, diese Information nicht, existiert nicht in mir, wenn ich sie nicht denke. Dann ist sie aber nicht weg, sondern eins mit mir. Und alles, was ich mir jetzt denke, ist in ausgedachter Weise nicht mehr eins, obwohl es doch eins mit mir ist. Weil ohne mich wird es das ja nicht geben. Aha. Schau, das sind jetzt Kleinigkeiten, das sind ganz klare Worte. Ja. Und was ist dann, wenn ich mich in irgend so eine Sackgasse reindenke mit Rechthaberei, mit Corona? Da kann ich immer wieder sagen, das kommt durch deine geistlose Nachäfferei. Jetzt blätter mal in dein Lebensbuch zurück, auf wie viele Sachen du schon resoniert hast in den Medien. Wie viele Sachen du in deinem Leben, wenn du mal zurückgehst, jetzt je nachdem, wie viele Seiten du noch zu lesen hast oder schon gelesen hast, was für dich von Interesse war, ganz massiv, was dir jetzt sowas am Arsch vorbeigeht. Es sind Lernprozesse, Lebenszyklen, es sind Lernprozesse. Das ist geistreiches Denken. Jetzt bring mir doch deine Philosophen, geh doch ins Internet rein und schau dir die ganzen Philosophen an. Und dann wirst du feststellen, die Weisheiten kommen von den Mystikern, von den Dichtern, Rilke, Hesse und so weiter und so fort. Es wird überall, wo jetzt natürlich ausgedachterweise wirklich ein Hauch von Geist hinter einer Person steckt, wird dieses Prinzip beschrieben.
Was natürlich die Intellektuellen alle sich unheimlich gescheit vorkommen. Aber das müssen sie leben. Du musst es selber zu leben anfangen. Und dann geht es zuerst einmal um eine schonungslose Selbsterkenntnis. Das ist, wenn ich immer wieder betone, schau in dir rein und mach dir schonungslos bewusst, was du im tiefsten Innern noch glaubst, was dir der zweite, wie ich das nenne, dein Ego, dein Schwamminhalt, dein Programm, dein Abi, dein eigener Charakter, den du dir nicht raussuchen kannst, vorschreibt. Und nimm das Ganze wertfrei. Ich betone nochmal, wenn ich jetzt ein Udo-Petscher-Programm nehme, bin ich einfach ein ganz normaler, Bindestrich normierter, heterosexueller Mensch. Das heißt, für mich ist es eklig, wenn ich mir vorstelle, dass ich jetzt Sex haben müsste mit einem Mann. Ich finde es widerlich. Mich schüttelt es innerlich ab. Macht mein Programm, kann ich nichts dafür. Aber ich habe überhaupt nichts in irgendeiner Form, werde ich jetzt nämlich ein homosexueller Mann. Und ich erzähle nochmal meine Geschichte mit dem Erich, meinem besten Freund, rechte Hand, im wahrsten Sinne des Wortes, über 20 Jahre. Wo er zu mir noch sagt, Udo, stell dir vor, er hat zwei Kinder gezeugt, der war verheiratet, um nach außen den Schein am Anfang aufrechtzuerhalten. Er sagt, Udo, stell dir vor, er hat ja extrem an Migräne gelitten, ich habe die Geschichte schon mal erzählt. Ich wüsste jetzt in 17 Jahren keine Woche, wo er nicht mindestens einmal aufs Klo ist und hat gekotzt, so hat er Migräne gehabt. Dann sage ich, ehrlich, geh heim. Er sagt, Udo, ich habe daheim genauso Migräne. Ursache Migräne ist sexuelle Verdrängung. Er sagt, was meinst du, mit was für einem Ekel ich mit meiner Frau ins Bett gegangen bin? Das ist ungefähr so, wie wenn ich jetzt mir vorstelle, ich müsste mit dem Holger Sex machen. Ich liebe mein Holgerchen, das ist mein Faktotum. Aber ich möchte mit ihm nicht ficken oder Sex machen. Merk dir, das sind jetzt ganz verschiedene Sachen. Und wenn du dieses Programm hast, das du Homo-Programm hast, das ist so Sachen, ein Lernprozess in meinem Leben. Er sagt, ich bin mit einem tiefen Ekel mit meiner Frau ins Bett gegangen. Ich habe zwei wundervolle Kinder gezeugt. Aber frag nicht, was das war. Ich bin danach aufs Klo und hab gekotzt. Sucht sich irgendjemand seinen Charakter aus? Was ist deines? Ich fahre jetzt nach Chemnitz. Du tust dich jeden Moment verabschieden. Natürlich. Bei UB, Elayom, UP 86, Elayom ist Ski-Eden. Das ist das Geschenk von Eden des Paradieses. Dieses symbolische UB, der jetzt in deinem Traum aufgetaucht ist. Selbstverständlich. Und ich bedanke mich ganz herzlich. Du fährst jetzt nach Chemnitz. Chem haben wir gerade gehabt im Bett Lächeln. Ich wollte es bloß sagen, es gibt keine Zufälle. Nein, es gibt keine Zufälle. Das, wenn ich das nicht verstanden habe. Sag einen lieben Gruß. Mache ich. Du weißt, dass der Holofeeling-Indiz, Holger, spreche das Wort aus, ich krieg's nicht raus. Inzidenzwert, Holofeeling-Inzidenzwert. In Chemnitz ist am höchsten. Der Holofeeling-Inzidenzwert ist Chemnitz, Holofeeling-Technisch ist der Hochburg. Sag ihnen das. Aber wir werden jetzt in Weißenburg aufholen. Insider verstehen das. Habe ich aus dem Statistik heraus, bei euch sind die, also jetzt nur nachgeblabbert, sind die Kreise viel größer in Bayern als bei uns. Aber nicht in der Holofeeling-Inzidenz. Ach so, das war das dein Schreiben, okay. Das ist die Solo-Feeling-Inzidenz. Aber wir steigen jetzt hier ab nächstes Monat, steigen wir und übernächstes Monat kriegen wir nochmal zwei dazu. Was auch immer das heißen soll. Was kriegen wir? Vergiss es, du wirst schon noch mitkriegen. Ja. Es kommt alles zur Zeit wieder in dir hoch. Na, das glaube ich auch. Ein Geheimnis, Geheimnis. Okay. Okay. Wow. Also, bis gleich. Ciao, ciao. Also das ist das Spiel und jetzt machen wir den kleinen Sprung, dass wir einfach sagen, hier wieder der Autor. Ein Autor setzt sich hin und entwirft eine Geschichte. Ja. Kann irgendeiner dieser Figuren, die er sich jetzt ausdenkt, anders sein, wie er gedacht wird? Ich sage immer wieder dieselben Beispiele. Es ist ein Dasein müssen, ein festgelegt werden. Müssen. Und dasselbe ist es, du bist der Autor, du bist der Zeichenerwecker, du denkst dir doch die ganzen Schriften aus. Egal, welche Geschichten du dir ausdenkst. Die Geschichten über die Bevölkerungszahl, über die Sterbebetten und du holst du es nach. Bloß wenn du das einmal genauer anschaust, was jetzt der von uns ausgedachte junge Busch hier macht, dass er reingeht. Das ist ja keine Verschwörungstheorie. Jetzt müssen wir meinen, kann es das überhaupt geben? Kann irgendwie welche das Wissen, wenn ich jetzt in das Tiefe reingehe über die Intensivbetten oder ich gehe hier ins Bundesamt für Statistik für Sterbezahlen und ich schaue mir die genauer an, interessant, die geben ganz andere Zahlen, obwohl es dieselben Zahlen rausgeben. Ich glaube nur der Statistik, die ich selber
gefälscht habe. Da geht es nicht um ein Fälschen, sondern da geht es um Darstellen. Wer hat eigentlich das gezählt? Jetzt ein altes Beispiel vom Udo. Wer zählt in Deutschland die Arbeitslosen? Du wirst keinen finden. Du wirst nicht einen aller einzigen finden. Das verläuft sich, wenn du zum Suchen anfängst. Du findest welche, die auf dem Arbeitsamt arbeiten und da kommen welche rein und melden sich Arbeitslosen, da geben die was in den Computer rein. Aber die zählen ja nicht die Arbeitslosen. Ja, es ist vollkommen logisch, dass er dann irgendwann einmal die Daten gesammelt wird. Das passiert ja jetzt auch im LKI. Über die Corona-Fälle. Die kriegen ja nur Daten. Da taucht einfach auf dem Computerbildschirm Zahlen auf. Ist natürlich logisch, dass sie irgendwann auf der anderen Seite das eingegeben haben müssen. Ist ja vollkommen logisch, dass dieses Selbstgespräch irgendwann einmal in der Vergangenheit aufgenommen worden sein muss. Ich sage, nee, das ist jetzt und es wird jetzt aufgenommen und es wird jetzt angehört. Weil weder in der Vergangenheit was passiert ist, noch in der Zukunft was passieren wird. Alles, was prinzipiell auftauchen kann, ist jetzt da. Alles. Vergiss Zeit, Vergangenheit und Zukunft. Mhm. Und dieses alles ist zwangsläufig nichts. Das ist die erste Grundwelle. Und alles, was dann zu existieren beginnt, was auftaucht, das ist alles, was du auf deinem Bildschirm siehst, kommt letztendlich aus dem Internet. Bis auf das, was du selbst in deinen Computer eintippst. Aber das kommt auch aus dem Internet, weil das muss dir einfallen. Das heißt, du hast, wenn du Videos siehst, kommen die aus dem Internet. Und in dem Moment, wo du dich hinsetzt und einen Roman schreibst und da sitzt, kommt es auch aus dem symbolischen Internet, weil es muss dir einfallen, sonst könntest du ja nichts ausdenken. Das ist jetzt nur die Schichten, wo ich immer versuche, sehr, sehr symbolisch für Basic-Logik aufbereitet, dir klarzulegen. Mhm. Und wenn du deine Welt verändern willst, du veränderst die nicht, wenn du als Blödel auf die Straße gehst und irgend gegen was demonstrierst. Ich sage, mach deine Rolle, spiel die weiter. Ich betone das immer wieder. Du wirst von mir nie hören, was du jetzt als Brösel, als Mensch, als Person tun sollst oder nicht tun sollst. Und ich erkläre dir auch nicht, was du glauben sollst oder nicht glauben sollst, weil das Einseitigkeiten sind. Ich erkläre dir, was du bist. Du bist die Quelle für all das, was du dir ausdenkst. Und was du dir ausdenkst, steht und fällt mit dem Intellekt, mit dem geistlos nachgeäfften Wissen, das du nachäffst. Und das ist jetzt das kleine Quäntchen, das, was von dir selbst kommen kann. Dass du dir jetzt erst einmal bewusst machst, was ist wirklich von mir selbst? Ich sag's dir gleich, Holofeeling ist das Einzige, was wirklich von dir selbst ist. Aber mit dem willst du ja nichts zu tun haben. Mit deinem eigenen Wissen. Meinst du, dass wenn du jetzt dich als Künstler hinsetzt, wenn ich immer sage, dass ein Udo Jürgens oder ein Udo Lindenberg, dass die sich raussuchen konnte, dass ich die benutze? Ich habe eine gewisse, wie soll ich sagen, denn ihr Vorname gefällt mir halt ganz einfach, aus welchem Grund auch immer. Und darum benutze ich die, die ich mir selber ausdenke, als Schreibstifte, als Sänger. Das ist jetzt Spiel. Ja. Mhm. Es muss dir doch einfallen. Das ist das Interessante. Jetzt sagen die aber, das ist meins. Ich sage, stimmt und stimmt nicht. Es stimmt in Bezug auf den, der du bist, aber es stimmt nicht in Bezug auf den, der du zu sein glaubst. Immer daran denken, wenn ich was geschenkt bekomme, schenke ich das weiter. Das ist das Prinzip von Holofeeling. Darum ist Holofeeling eben die erste Grundprämisse, mach mit den Schriften, was du willst, aber hüte dich davon, Geld dafür zu verlangen. Selbst wenn du es weiter benutzt. Das Geld ist eine Sau. Dann hängt es immer noch mit drin, ganz, ganz, die ganzen Lebensberater. Wieso machen die diese Videos? Wenn dann unten dort steht, ich nehme kein Geld, aber Spendenkonto. Kann ich nicht einmal machen, weil ich habe kein Konto als Udo. Schon seit über 20, 25 Jahren habe ich kein Konto mehr. Ich habe überhaupt nichts, sage ich. Du hast mal einen Satz, wenn mich die Leute anjammern. Ja, ich habe ja kein Geld. Ich sage, was müssen wir sagen? Ich habe überhaupt nichts. Ich habe nicht einmal Schulden. Ich habe gar nichts. Da bist du wirklich eine arme Sau. Aber Sau ist schon wieder ganz nicht so schlecht, wenn man das Lateinisch liest als Sus. Ja. Aber dann ist ja der Sus, dann ist ja das Schweinerpferd. Wieso ist das Schweinerpferd? Ja, Sus halt. Mhm. Mhm. Jetzt, da kommt ein normaler Mensch damit, weil er die Sprache nicht versteht. Mhm. Stimmt oder stimmt? Ja. Im Lateinischen führe ich das dann zu den Equal, Equal, der Equalizer, der Reiter.
Und dann wirst du feststellen, wenn ich jetzt zum Beispiel das Ross eingib, den Geometrie Explorer, dass da so viele Wörter sind, wo unter anderem auch Ross heißen. Hast du schon mal gesehen, Holger? Pass auf, ich bin mein Bildschirm nochmal schnell übertragen. Ja, Udo, das habe ich schon mal gesehen. Das Ross, na, das hat man noch nicht. Das Ross haben wir noch nie eingeben, Holger. Ja. Das deutsche Wort suchen. Schau mal, was da alles Ross ist. Okay, du hast mal wieder recht. Mach mal. Der Hügel ist doch die Welle, schau. Ja. Die Erhöhung, die Anhöhe der Hügel, das ist das Ross. Wenn du dir was überlegst als Jesus, dann haben wir BRG, im erweckten Geist ist doch HR. Ja. Die Bergbesteigung, habe ich wunderschöne Beispiele übrigens. Aha. Schau, das Reittier, wieso, was hat es zu tun? Das ist ganz einfach, das geht immer wieder auch mit dem Equalizer, der Reiter, die Reiter eines Equalizers, wenn du einstehst. Die Aufstellung, die Errichtung, immer Hügel. Das hat immer mit dem Ross, und das ist Rosch. Doppel-S ist ja auch Shin. Immer dran denken, Doppel-S ist Shin, das ist in deinem Kopf. Das hat alles untrennbar mit dem das Ross und der Kopf. Ja. Jetzt haben wir HR Berg. Schau, immer wieder. Die wahrgenommene Berechnung, rot heißt das natürlich hier der Quintessenzkopf. Und das ist immer erweckten Geist. Der Quintessenzkopf mit seinen wahrgenommenen Berechnungen, rot-blau, das ist dann der Berg-Gag, das ausgedachte Ende, END. GE-Quadrat, Birr, immer diese ganzen, ich kann da immer wieder nur darauf hinweisen, das Gebirr, GE-Quadrat, jetzt kriegst du den Brunnen, das ist eine Unterform, in mir ist eine Berechnung. Das heißt auch, Brunnen, muss ich dazu sagen, ist Kaldé, schau mal her. Ja. Kommt dir das bekannt vor? Der Kopf, 200, der Kopf von Jahwe. Was eigentlich, das J ist ja der Schöpfer, wir machen aus dem J, aus dem kleinen Gott jetzt den Schöpfer, jetzt kriegst du auch den Brunnen, aber dasselbe hast du etwas auseinandersetzen und erklären. Das heißt, ich muss die heilige Ganzheit auseinandersetzen, verschiedene Haaren machen, um dir zu erklären, was du selbst bist. Und so weiter und so weiter. Ja. Das ist Vordersprache, das ist Physik, das ist ein Computerprogramm, das ist ein Matrixpunkt. Ob du das jetzt glauben willst oder nicht, das ist, du solltest dich mehr auf dich selbst konzentrieren und nicht so sehr auf deine Gedanken und dich ständig selber kirre machen, indem du was da denkst in deiner Rechthaberei. Einfach mal die Fresse halten, einen hohen Holo-Feeling-Scanner einschalten und dann immer wieder schauen, warum mache ich das, was ich mache? Auch jetzt bei uns im Chat. Ich sage, du kannst immer wieder nur schauen und jetzt könnte ich das Verschen wieder einschalten, was du jetzt vor dir hast, im Worte. Jetzt schau ganz tief in dich rein, inwieweit glaubst du, dass da außen einer ist, der in der Vergangenheit es reingestellt hat. Du hast nur Worte, das ist schon eine Interpretation vom Worte. Und dann regst du dich auf oder du resonierst und hat ein gewisses, da machst du ein Smiley hin oder was, weil das spricht dich irgendwie an. Das sind so die zwei Stellen, immer wieder die zwei Seiten, es sind Einträge drin, egal was du jetzt liest, auch als Artikel, wo du dich angesprochen fühlst, wo du gut empfindest, wo dir das Herz aufgeht und es sind welche, wo du wieder das Negative hast, was ist das für ein Arsch, kann der nicht endlich einmal die Fresse halten. Aber der sagt, da ist doch keiner da, der was sagt. Der Einzige, der dich zulabert, ist doch deine eigene Gedankenstimme, weil du interpretierst. Die meiste Zeit hörst du doch immer bloß denselben Schwätzer zu. Mach dir mal bewusst als Beobachter, wer spricht jetzt da eigentlich? Ich sage immer, kommt dir die Stimme bekannt vor? Ah, das ist deine eigene Stimme. Ja. Das, was du bist, hat keine Stimme. Das ist ein Nichts. Es hat Gedankenwillen. Und dann ist wiederum kein Unterschied, wie die in Erscheinung treten. Ob jetzt das deine Stimme ist oder meine Stimme ist. Das ist jetzt wie wenn du den Lautsprecher, L-A-U-T, Audi heißt Zeichen, zu Zeichen werden. Gehört das Wort? Aber der Lautsprecher, du hörst die ganze Zeit, wenn du dann vor deinem Monitor sitzt, deinem Computer oder deinem Fernseher sitzt, hörst du immer denselben Sprecher zu. Wie ich schon gesagt habe, das ist ein Stimmenimitator. Der klingt dann mal wieder Udo, dann klingt er wieder Brad Pitt. Deutsches ja, ja. Genau, wir sehen genau die deutsche Synchronstimme des Brad Pitt, außer du schaust dir die Originalfassung der Filme an. Ja. Der kann wie ein ganzes Symphonieorchester klingen.
Eine perfekte Stimme in die Dorte. Da kommt kein Papagei mit. Aber der Papagei ist ja schon wieder was Negatives. Da haben wir wieder zwei Seiten. Du kannst dir einen Papagei ausdenken, der spricht und weiß nicht, was er spricht. Mhm. Aber wir haben auch einen Papa. Das ist der Geist von Ei, des Schöpfergottes. Das bin ich jetzt. Bin ja auch bloß ein Papagei. Bloß ich, Papagei, das, was ich mir selber denke. Klasse. Sehr gut. Weil das ist der Geist von Ei, von nichts. Der Geist dieses Nichts, das ist der Schöpfergottes. Das ist dein Papa. Und wir haben doch heute schon festgestellt, dass oh, der Schöpfer gleich I ist, Gott ist, kriegst dann PP. Und das PP sind die zwei Hälften vom Einheitskreis, die rote Hälfte und die blaue Hälfte vom Einheitskreis. Aber ihr müsst jetzt das nicht so ernst nehmen, ihr Geistesfunken, egal wer du von diesen Geistesfunken zu sein glaubst. Was dir der Dilettant Bachelor erzählt, ist es nicht so wichtig. Du bist wie ich dich, nicht der Udo, den du dir ausdenkst. Das ist bloß eine Randerscheinung in deinem Traum. Wir gehen auf die zwei Scheinungen zu, Udo. Nur mal so kurz. Wir sind jetzt genug. Das ist. Danke, Holger. Halte deine Gedanken im Zaum. Und der Udo ist bloß ein Gedanke, den du dir jetzt ausdenkst. Du bist der Boss. Ist der Holger jetzt der Boss oder du der Boss? Mit wem rede ich jetzt eigentlich? Das ist das Einzige, worum es geht. Lass mal es gut sein. Aber wo die 45 müssen wir ja fast noch voll machen, ne? 1,45. Ich sehe das gar nicht. Die 1,59. Das macht nichts. Ich sehe es. Es reicht doch, wenn es ich sehe. Ich sehe sowieso alles. Also offensichtlich bist du noch nicht ich. Ja, offensichtlich. Stimmt oder stimmt? Ja. So, jetzt. Es ist letztendlich die Erkenntnis, was ist jetzt da, was bin ich selbst und was sind meine Gedanken. Genau. Was sagt uns Ari dazu? Auf den Punkt. Sehr gut. Auf den Punkt. Das ist auf den Punkt. Aber nur für den, der versteht. Ja. Das ist ja auch immer der Löwe und das Lamm. Das spielt mit dem Lied, ein altes Lied, wo ich vor Ewigkeiten schon mal reinstelle. Vor Ewigkeiten. Was sind denn vor Ewigkeiten? Wenn doch alles bloß immer jetzt sein kann. Dass du dir jeden Moment bewusst war, was spreche ich jetzt eigentlich und was sind die Worte, die ich selber spreche, die ich mir übrigens nicht raussuchen kann, was ich spreche. Also was unterscheidet jetzt eigentlich dieses Pixelmännchen Udo und den Lautsprecher, der sich nicht raussuchen kann, was er für Geräusche von sich gibt, von dir selbst? Jetzt habe ich, meine ich, das Tier, das du beobachtest. Die größte Illusion, in der du leben kannst, solange du als Geist glaubst, du bestimmst, als Geistesfunk, du bestimmst, was du denkst. Ich erinnere nur wieder an das Speisekartenbeispiel. Bei einer absolut geistreichen Selbstbeobachtung von dem, der du zu sein glaubst, wirst du sehr, sehr schnell erkennen, sofort erkennen, dass dieses Ding, mit dem du dich ein bis dato ausgedachtes Leben lang verwechselt hast, in keinster Weise irgendwas bestimmen kann, weder was es glaubt, noch was es sich wünscht, noch was es ablehnt, was es gut empfindet, schlecht empfindet. Es ist festgelegt in dem Schwamminhalt, in dem Programm, in dem Intellekt, den du zum Denken benutzt. Und das ist jetzt komplett sekundär. Zuerst einmal wichtig, wie wichtig ist, dass du erkennst, was du selbst bist. Das Zentrum von all dem, was du um dich herum ausdenkst. Das ist nur ein einziges, dein ganz individuelles Zentrum, das du als Individualbewusstsein zurzeit erlebst, diese von dir ausgedachte Peripherie. Du denkst nur das, was du um dich herum, du erlebst nur das, was du um dich herum in Raum und Zeit verstreust. Und du hättest die Möglichkeit, die andere Sachen auszudenken. Bis, dass du auch komplett die sinnlich wahrgenommenen Informationen veränderst, wenn du die geistige Reife dazu hast. Das ist aber nötig, dass du dann das Programm deinen Glauben veränderst, im tiefsten Inneren. Und verändern nochmal heißt nicht, irgendwas Bestehendes in irgendeiner Art verändern zu müssen. Dieses Liebe deine Feinde bedeutet, du vervollkommnest es. Du fokussierst dich jetzt drauf, wo du einseitig bist mit deinem Programm. Du musst dir schonungslos bewusst machen, wo du in Einseitigkeiten hängst, in positiven Einseitigkeiten wie in negativen Einseitigkeiten. Ich mache zwischen positiv und negativ keinen Unterschied, auch immer vier Seiten. Plus, 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 minus, 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 plus. Mhm. Die bedingen einander. Mhm. Das sind immer, wo ich sage,
Zuerst musst du die zwei Seiten verstehen, um die vier Seiten verstehen zu können. Und dann irgendwann einmal, wir wissen, wann das ist, es wird hier und jetzt sein, wirst du zu dem, was du bist, nämlich zu einem vollkommenen Adam. Nach meinem Ebenbild erschaffen, Bezalel. Lebend im Zentrum deiner eigenen Schatten, die du aufwirfst. Und das Leben, diese auseinandergeschmissenen Ballonexistenzen, das ist das, was du erlebst. Es ist weiß, Leben ist ja auch weiß, ich weiß. Ich vibe, doppelt aufgespannt. Das sind immer nur Informationen von dir selbst, von dem, der du bist.